What up, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coach Steph Podcast. Heute mit Social Media Experte Torben Platzer. Und wir quatschen über aktuelle Ereignisse wie das Comeback von Stefan Raab und sein Boxkampf gegen Regina Halmich, Mike Tyson vs. Jake Paul, aber auch den Skandal um Andrew Huberman, der mal nicht für seine Studien und Wissenschaft im Mittelpunkt steht, sondern weil er 6 Freundinnen gleichzeitig hat. Und wie es sein kann, dass jemand, der eigentlich wissenschaftlich arbeitet, Supplements wie AG1 bewirbt. Wir sprechen über Torbens Training und warum er meiner Meinung nicht wirklich trainiert und einer meiner neuen Business-Ideen, wo ich gerne seinen Input hätte, eben als Social-Media-Fachmann. Mal wieder eine super bunte und kurzweilige Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Let's go. Coach Steph. Tatsächlich war die Podcast-Folge, die ich mit dir gemacht habe, die am meist aufgerufene Folge, die ich jemals auf meinem Podcast hier hatte. Von daher Glückwunsch an dich. Freut mich sehr zu hören. 25.000 Aufrufe. Boah, das ist echt stark. Dafür, dass der Podcast knapp 20 Folgen alt ist, fühle ich mich eigentlich ganz gut damit, 25.000 Aufrufe zu haben. Was sagst du als Social-Media-Profi? Stats sind insane. Wundert mich ein bisschen, dass man mir Amateur da bei Biohacking so gerne zuhört, aber freut mich. Ja, ist gut. Von daher war es klar, dass wir mal wieder ein Comeback hier machen. Ähnliches Comeback wie, erstes Thema, Stefan Raab. Stefan Raab. Ungefähr den gleichen Stellenwert hast du ja auch nicht. Ich bin, vielleicht so ganz kurz für den Kontext. Ich weiß gar nichts, ne? Mhm. Also mir wurde nichts gesagt, ich kenne gar kein Thema, nichts, ne? Gar kein Thema, erstes Thema, Stefan Raab. Ich habe gesehen, du hast einen Podcast dazu gemacht. Ja. Ich habe ihn mir extra nicht angeschaut, damit ich mit dir nochmal drüber quatschen kann. Wie verfolgst du das Ganze? Stefan Raab kommt jetzt zurück nach wie viel, 10 Jahren, 20 Jahren, kein TV-Ding, es kommt jetzt in die TikTok-Generation rein und meint, er kann was starten als Influencer. Mhm. Gibst du dem Ganzen eine Chance, ja oder nein? Ich glaube nicht, dass er wirklich als Influencer was starten will. Mhm. Ich habe ja so eine andere Vermutung, sogar, dass er einen eigenen Streaming-Dienst oder einen eigenen Sender launcht. Ich glaube, Stefan Raab mag ehrlich gesagt Influencer auch nicht so gerne. Mhm. Und also ob das, was er jetzt macht, erfolgreich ist oder ob das erfolgreich wird, ist halt schwer einzuschätzen. Der Boxkampf, also ich selber habe mir ein Ticket geholt. Die Halle, Regina Halmich, gell? Genau, die Halle umfasst halt 15.100 Leute. Das Ding war nach 5 Minuten sold out. Zeigt dir schon, dass Interesse da ist. Genau, und ich dachte sogar, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, ich dachte sogar, okay, vielleicht ist es ein verlängerter April-Joke und diese Seite laggt extra und geht offline, aber ich habe mir ein Ticket gekauft, es wurde abgebucht und da war mir klar, okay, er vertickt die, also wird er auch kämpfen. Also, ich freue mich mega, dass er zurück ist. Mhm. Bei mir war so TV Total wirklich Pflichtprogramm damals. Ich weiß noch, ich war auf dem Gymnasium, wir standen morgens am Schulbus und haben darüber geredet, was gestern bei TV Total war, Alter. Wo diese Stange runtergerutscht ist, noch die Zeit getrackt hat, diese ganzen Snippets. Glaubst du, sowas würde heutzutage noch funktionieren, so eine Sendung wie TV Total? Vielleicht auf YouTube, vielleicht auf sowas wie Join oder irgendeinem Format? Also, ich muss sagen, also erstmal, ich bin ein riesen Raab-Fan. Ich habe TV Total auch geschaut, aber ich glaube, ich habe aufgehört, als es täglich war. Mhm. War das nicht am Anfang irgendwie ein- oder zweimal die Woche? Das waren, glaube ich, die Zeiten, wo ich immer TV-Total geschaut habe. Als es dann jeden Abend war, hatte ich so das Gefühl, okay, ich kann auch mal eine Folge verpassen, ist nicht so schlimm. Mhm. Er hat es ja probiert mit Knossi, täglich frisch geröstet, war ja im Endeffekt so ein bisschen ein Klon von TV-Total. Nach 40 Folgen wurde es, glaube ich, eingestellt. Deshalb, ich denke, 1:1 kannst du es nicht jetzt irgendwie in der heutigen Zeit bringen. Ich glaube auch sogar, dass so eine Show, die jeden Abend kommt, dass es nicht einfach ist, sich wirklich gegen Streamer durchzusetzen. Weil die Leute haben so ein parasoziales Verhalten, gerade auch durch IRL-Streams, und Stefan Raab ist genau das Gegenteil. Der ist privat, niemand soll von mir was wissen, Anwälte klagen jedes Bild raus. Das heißt, man kann gar nicht so ein parasoziales Verhalten, glaube ich, zu ihm aufbauen, wie zu einem Montana Black beispielsweise. Hast du recht. Ich würde sogar behaupten, TV Total war der Ursprung der Reactions. Weil der hat dann einfach aus dem TV irgendwelche Snippets rausgenommen, hat im Prinzip darauf reacted, hat einen Joke drüber gemacht, alle haben gelacht. Das ist ja der Ursprung des Reactens, oder eigentlich nicht? Eigentlich müsste er Prozente von Elgato kriegen für das Stream Deck, weil das war eigentlich sein, was er da alles gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, er würde gecancelt werden, wenn er jetzt so ein paar Sachen, also schon manche Leute ziemlich hops genommen, also wo es schon so mehr in die Richtung Mobbing geht als lustig? Also würde er 1:1 das machen, das sage ich auch in der Folge, auf jeden Fall würde er gecancelt.
Gar keine Frage. Also er hat damals dieses Idiotentest, glaube ich, miterfunden. Das hat Naim Sky dann auch auf YouTube eine Weile noch weitergemacht. Auch das kannst du eigentlich fast gar nicht mehr bringen. Selbst bei so einem Tom Supreme, wo ich mir die Videos super gerne angucke, sind immer wieder Kommentare so, hey, das geht gar nicht, wie die Leute bloßgestellt werden und so weiter. Ja, ich glaube, die Leute sind auch empfindlicher dafür mittlerweile. Sind viel zu empfindlich. Ja. Also ich sage auch ganz klar, in dem weichgespülten Deutschland gar keine Chance. Alleine, dass er wiederkommt und gegen eine Frau boxt, ist schon, also da muss man schon Eier haben, weil, und dass das bisher gar nicht großartig thematisiert wurde, finde ich auch spannend. Weil ich glaube, jetzt, wo du es sagst. Ja, weil die Leute, glaube ich, glauben noch nicht so richtig dran, aber. Er hat die letzten zwei Kämpfe verloren. Ja, genau. Da ich ja selber auch Thai-Boxen mache, manche wissen es, manche nicht, ich erwähne es nicht so oft tatsächlich. Muss ich sagen, gegen eine Frau zu boxen, wenn du auf dem gleichen Level bist, hast du als Mann natürlich einfach einen krassen Vorteil. Ja. Allein durch die schiere Masse und Muskelmasse, die du mehr hast. Die Frau muss schon technisch sehr viel besser sein, was Regina Halmicher ist im Vergleich zu Stefan Raab, dass das tatsächlich auch irgendwie fair ist. Würdest du jetzt jemanden hinstellen, der auf dem gleichen Level ist, Mann gegen Frau, dann ist der Mann natürlich überlegen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie der Boxkampf so aufgenommen wird. Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl so, sein Comeback, jeder hat darüber berichtet, aber ich glaube, dass mit der Halle, mit der Boxhalle, Ticketsverkauf, ich habe das Gefühl, die Leute sind noch so ein bisschen in einem Koma und denken, warte mal, ist das gerade real? Also sitzen da jetzt echt 15.000 Leute, gucken sich ja, Regina Halmich, Stefan Raab. Voll spannend. Aber ich sag dir ehrlich, das ist halt mein großer Punkt. Ich habe gestern Abend noch mit Marc so ein bisschen gevoiced, Marc Eggers, Grüße gehen raus. Und also mein großer Punkt ist, weil er sagt zum Beispiel auch, boah, glaubst du, das funktioniert? So, weil ganz ehrlich, Regina Halmich, Stefan Raab, wer will das sehen? Fragezeichen, ist das zeitgemäß und so weiter? Gen Z sicherlich nicht. Genau, und ich sag, aber gerade, dass er das macht und eben nicht zum Beispiel gegen den Monte boxt, das ist natürlich eine Machtdemonstration. Glaubst du, nach Regina Halmich boxt er gegen Manuelsen, Farid Bang oder Bösemann? Nein, das glaube ich nicht. Bei Universum Boxen oder genau, wie das heißt. 100 ne? Pro. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Manuelsen vielleicht dann so der, nein, das glaube ich auf keinen Fall. Der wird danach nie wieder boxen. Aber er wird dieses Event, also das ist mein Guess, er wird das Event nutzen, um etwas zu launchen. Ich sage Streamingdienst eigener Sender. Ich sage, das, was auf der Kappe steht, steht für genau dieses Format oder dieses neue Produkt. Mhm. Dass er das gewählt hat, ich glaube, es gäbe 100 andere Wege, aber dieser Weg ist halt so, er ist sich treu geblieben. Überleg, schau, er kommt wieder, stell dir vor, er kommt wieder, er macht ein Reel. Und anstatt Elden ist Monte und Pamela Reif dort. Mhm. Das heißt, das wäre so, okay, Stefan Raab ist 2:24 angekommen. So ist es halt Elden und Regina Halmich ist die Gegnerin. Das ist wie vor 10 Jahren, der Typ sagt, ich bin raus, kommt 10 Jahre später wieder und tut einfach so, als wäre nichts passiert und macht seine Storyline weiter. Mhm. Finde ich unglaublich ballsy, das zu machen. Finde ich weil auch gut. Zu erwarten, dass die Leute nach 10 Jahren dann einfach sagen, ey, cool, dass deine Storyline weitergeht, das ist schon Macht. Ich würde auch mal behaupten, die Zuschauerschaft, die sowas jetzt feiert und guckt, die ist auch eher so in unserem Alter, also Anfang 40. Mitte 50. Mitte 50, so alt wie wir sind. Und dass es trotzdem aber auch auf die Jüngeren überschwappen wird, bin ich mir sicher. Ja, weil einfach jeder, der in unserem Alter ist, darauf reacten würde, allein, dass wir es jetzt ansprechen und so Top News ist, kriegen natürlich auch Jüngere mit. So ist nicht. Ja. Ich verfolge sowas natürlich auch super gerne als Influencer. Dann habe ich auch eine Frage, bevor du deine stellst. Dann hau raus. Hast du geglaubt, also glaubst du auch heute noch, dass die Challenge ernst gemeint war, 9 Millionen? Also glaubst du, er wusste, dass er es nicht schafft? Nö, die 9 Millionen hat er nur gewählt, weil Pamela Reif 9 Millionen hat. Okay, aber er wusste, er wird weit drunter bleiben. Ja. Warum hat er es dann gemacht? Was lustig ist. Also Pamela, wer ist mit Nachnamen, was, 9 Millionen? Naja, komm, mache ich auch. Genau, aber es wäre natürlich lustiger, hätte er sie besiegt. So nach dem Motto, hey Mädel, was du da auf Instagram machst, das mache ich in 3 Tagen. Ah, glaube ich nicht. Aber du glaubst, er ist ich glaub, davon ausgegangen. So schlau, also er versteht Social Media schon so weit, dass er das einschätzen kann. Glaube ich schon. Mhm. Aber was ist der Grund, das zu machen? Einfach nur, damit man diese Parallele zu Reif hat, meinst du? Weiß ich nicht, warum er sie erwähnt hat. Als er in dem Real Pamela Reif erwähnt hat, war ich erstaunt. Mhm. Weil überleg mal, es ist schon voll die krasse Ehre für sie, dass so jemand wie Stefan Raab, der ja nicht in Social Media, sondern insgesamt sehr bekannt ist, sie einfach so aus dem Hut zaubert mit einem Name-Drop.
Ist sie, muss man fairerweise sagen, auch, glaube ich. Aber ja. Ja, und was ich mir jetzt frage, Stefan Raab hat in dem Reel ja so ein Fettsuit an. Mhm. Man hat ja nicht wirklich erkannt, wie er aussieht. Ich habe mir überlegt, vielleicht kommt er brutal trainiert zurück, weil keiner ja weiß, wie er aussieht. Und dann geht er in den Boxring. Ich glaube, er wird nicht unvorbereitet sein. Und bis zum, wann ist es, September, ist nicht mehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Stell dir vor, er sieht aus wie Jeff Bezos. Der ist jetzt ja auch voll auf Testo und alles Mögliche. Ja, er ist so voll ripped und auf einmal super die dunkle Stimme. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, du bist so ready für einen Fotoshoot, so wie Putin auf dem Pferd oben ohne. Riesengroßes Fragezeichen. Also ja, also ich glaube nicht, dass er da jacked irgendwie zum Kampf kommt. Aber es ist halt Raab, ne? Also der hat ja nicht überzogen, weil er die Sendung immer lang machen wollte, sondern weil er, glaube ich, wirklich einer ist, der das mag zu kämpfen so. Und der will gewinnen und deshalb bin ich mir sicher, der wird ordentlich dafür trainieren, ja. Ja. Was ich mir sicher bin, um vorhin auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube auch, er launcht entweder einen eigenen Sender, weiß ich nicht, aber so einen Streamingdienst oder in Verbindung mit einem Streamingdienst, eine Unterplattform oder Plattform, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Er war ja vorher bei Bunny J und war, glaube ich, nicht ganz so happy. Und ich denke, dass sich daraus dann was Eigenes ergibt. Auch der Schriftzug, den er auf der Mütze hatte, auf der Cappy, was als Marke eingetragen ist. Wie du schon gesagt hast, es läuft alles darauf aus. Das ist auch mein Guess, sage ich. Ja, also die Firma gibt es schon. Er hat mit dem Expo7-Chef ja Anfang des Jahres eine Firma zusammen gemacht, Raab Entertainment. Die Abkürzung ist auch eingetragen für so ziemlich alle Waren, die es gibt, markenrechtlich. Ja, also 100 Pro gibt es einen Launch. Das ist jetzt nicht nur ein Boxkampf, das wäre einfach super random. Ja, einfach so. Vor allem auch Regina Halmich, auch wenn es natürlich in seinem Kosmos die Fortführung der Story ist, sie ist ja jetzt so irrelevant, muss man ja leider sagen. So, weißt du, es ist halt eine Boxerin von früher gewesen. Ja. Ich glaube, die hat noch nie verloren, oder? Keine Ahnung. Soweit ich weiß, ist sie echt zu null. Das war vor meiner Zeit. Ich kenne sie nur durch Stefan Raab, ehrlich gesagt. Nee, ich fairerweise auch, aber ich glaube, sie hat so eine Khabib-Nummer gemacht. Sie ist, glaube ich, zu null retired. Ja. Das ist krass. Alright. Ich schaue mir den Boxkampf an. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil das wird dieses Jahr neben Jake Paul versus Mike Tyson. Guckst du das? Das gucke ich auf jeden Fall an. Aber guckst du es live? Es wird ja auf Netflix gestreamt. Ah, das wird auf Netflix. Stimmt. Auf Netflix. Stimmt, und das ist so gut. Ja, und du musst keinen Cent extra ausgeben, um dieses Zeug reinzuziehen. Das stimmt. Und es ist, glaube ich, die erste Live-Übertragung, die Netflix macht. Du hast recht, ich habe mit Chris auch drüber geredet gehabt. Wie siehst du das? Glaubst du, weil wir haben gesagt, als wir es gelesen hatten, wir haben gesagt, wer hat eine Chance gegen Netflix, wenn die in das Streaming-Game gehen? Boah. Weil, mal ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, finde ich, wie WhatsApp-Broadcast. Ja. Weil jeder hat WhatsApp auf dem Handy, deshalb ist irgendwie eine WhatsApp-Broadcast viel schlauer als School-Community, als Instagram-Broadcast und so weiter. Ist so, ich finde, Netflix hat jeder und dann holt man sich noch DAZN, Disney, aber Netflix ist so gesetzt. Ich habe mal ein Video über DAZN gesehen, dass es denen echt scheiße geht, was Preiserhöhungen angeht, Rechte und alles. Und wenn da jetzt Netflix kommt und sagt, ja, okay, wir versuchen es auch mal, ich glaube, die können da schon echt einfach Muskeln spielen lassen. DAZN ist super dreist. Ja? Ja, also ich habe DAZN, weil guck da auch manchmal UFC und so. Du kannst zum Beispiel die Vorkämpfe bei UFC nicht gucken. Und wenn irgendein Pay-Per-View ist, Boxkampf, musst du extra 15 Euro bezahlen. Ja. Das ist geisteskrank. Ich wollte meinem Dad zum Geburtstag eigentlich Formel 1 schenken auf Sky, ist es, glaube ich. Aber es kostet irgendwie auch 20 Euro im Monat für dieses Formel 1-Paket, wo dann noch Golf, Tennis, die schmeißen dann alles rein, damit das Paket halt irgendwie dick ist. Wo ich denke, boah, 20 Euro für Formel 1. Ich kann dir Login-Daten geben, ich habe mir für Dexter Sky geholt. Vielen Dank. Für was? Ich glaube, es war Sky, um die letzte Staffel von Dexter zu gucken. Du bist jetzt auch auf Netflix. Nee, aber nicht die letzte, glaube ich. Was? Ich glaube, die haben nicht die Rechte an der allerletzten. Muss ich gucken. Ich hatte die letzte noch nicht gesehen. Dieses mit, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwas mit Blood. Weil die letzte, also ich war ja riesen Dexter-Fan. Ich auch. Und die haben die Regie geändert für die letzte Staffel. Deswegen war die so scheiße. Genau. Und das haben die nicht auf sich sitzen lassen, haben irgendwann nochmal, glaube ich, eine gebracht, aber mit einem komplett anderen Team. Und ich meine, die ist nicht bei Netflix. Ah, okay. Ja. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall. Schaust du Mike Tyson gegen Jake Paul? Ja, ich verfolge die Paul-Brother schon
8, 9 Jahren. Das ist ja auch so ein Social-Media-Phänomen. Ja. Hast du das Video gesehen, wo Logan Paul in Japan in diesem Selbstmordwald ist und diese Leiche gezeigt hat? Ja. Ich habe es auch gesehen, Alter. Ich dachte mir schon, als er das gezeigt hat. Achso, du hast es damals gesehen? Damals gesehen. Nee, und ich dachte mir, Alter, das ist eine scheiße Idee. Und dann fing es ja richtig an. Das war, glaube ich, so einer der ersten YouTuber, die so richtig einen Shitstorm auch hatten. Aber spannende Frage, wenn du das wirklich so live gesehen hast, weil das habe ich tatsächlich erst, glaube ich, im Nachhinein noch mal mir angeschaut. Glaubst du, Logan Paul wäre heute da ohne diesen Skandal? Nee, glaube ich nicht. Wäre einfach ein YouTuber gewesen, der hätte weiter seine Zahlen gemacht, hätte seine Community aufgebaut, aber er wäre nicht so in den Mainstream gerückt, wie durch diese Selbstmordleichenaktion. Ja. 100%. Für die, die es nicht wissen, der hat ein YouTube-Video gemacht und da hing halt eine Leiche am Baum und der hat die halt gezeigt und sich noch lieber drüber lustig gemacht. Hat er sich wirklich lustig gemacht? Ja, sich schon. Am Anfang so ein bisschen verhalten und du merkst so, okay, große Fresse, jetzt ist so eine ernste Situation. Und dann hat er aber doch Jokes gemacht, wo ich denke, Alter, das geht nicht. Die Leiche war so geblurrt, aber trotzdem, Alter, es ist schon, also fand ich arg, zu arg. Also dass er Jokes drüber gemacht hat, habe ich nie mitbekommen. Also das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Wahrscheinlich wurde es dann auch gelöscht und so. Ich habe gesehen, wie er so geschockt ist, nach dem Motto, wow, da hängt jetzt wirklich einer. Die sind ja in diesem Suizidwald in Japan, der so genannt wird irgendwie. Also das ist so ein Thema, das würde ich auf Social Media nicht angehen. Egal. Deshalb machen wir jetzt einen Podcast darüber. Deswegen machen wir einen Podcast und sprechen darüber. Genau. Also Nein, ich sage immer, Podcast-Leute sind ja die besseren Leute, sind die schlaueren Leute. Stimmt. Weil du musst ja tatsächlich echt zuhören. Und das ist sehr schön. Da siebst du ja schon den ganzen Bodensatz der Gesellschaft aus, deswegen. Ah, du baust die Podcast-Folgen so klimatisch auf, dass am Anfang kommen so sachte Sachen und dann wird es immer brisanter, damit das eben nicht mehr jeder so hört. Jeder, der jetzt zuhört, hat mindestens ein Monokel daheim und einen Zylinder. Das stimmt. Das stimmt. Und die Kuh über 150. Minimum. Sonst kannst du nicht hier auf Spotify Podcast hören. Aber ich finde es spannend, dass du jetzt Logan Paul auch verfolgst, weil ich habe das Gefühl, so in Deutschland. Also klar, man kennt den irgendwie, jetzt ist er ja auch noch beim Wrestling und so, aber ich habe immer das Gefühl, dass der hier in Deutschland sehr, sehr schlechten Ruf hat. So nach dem Motto, ja, so ein YouTuber aus den USA, den du scheiße baut und er der ist so. Der Typ, der Prime rausgebracht hat, ist zu teuer. Zu teuer. Ja gut, klar, wenn die Tankstelle es für 8 Euro verkaufen, ist es auch zu teuer, to be honest, aber ja. Nee, das ist auf jeden Fall interessant. Aber andere Personen. Ich weiß, du bist so wie ich auch ein Fan von Andrew Huberman, machst auch Selbstexperimente, testest Eisbaden, verschiedene Supplemente, Schlafroutinen. Was sagst du zu dem Hitpiece, das im New Yorker rausgekommen ist, dass Andrew Huberman mit 6 Frauen gleichzeitig eine Beziehung führte, nur dass sie davon nichts wussten und er quasi jetzt so auf Social Media attackiert wird und seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Ja, cool, dass du das ansprichst. Weil ich hatte überlegt, sogar eine Podcast-Folge zu machen. Ich habe so einen Short drüber gemacht. Ich habe so ein langes Statement unten drunter, weil ich mir da auch dachte, man könnte mal so die Perspektive. Also erstmal, klar, Huberman ist super groß. Ich muss sagen, mich hat er damals so zu dem Thema Biohacking auf jeden Fall gebracht. Wer mich verfolgt oder auch unsere letzte Folge, so, wir haben ja ganz oft über seine Subs und sowas gesprochen. Und ich muss sagen, vieles von dem, was er sozusagen lehrt, hat bei mir funktioniert. Und ich gehe am Ende immer, funktioniert es oder nicht? So, weißt du, wenn irgendeiner sagt, das und das ist gesund und das, ich muss das immer spüren. Ich bin eh so ein Skeptiker, gerade bei dem Thema Supplements, wenn ich irgendwas nehme. Ich habe auch lange beispielsweise NMN genommen. Habe ich jetzt auch mit aufgehört. Das war auch von ihm eine Empfehlung, weil wenn ich es nicht spüre, dann bin ich so, I don't know. Ja. Genau. Aber zu dem Skandal muss ich sagen, ich würde Privates und Expertise immer trennen. Für mich persönlich, weil ich mir denke, ehrlicherweise, was der Typ in seiner Freizeit macht, ist mir egal. Weil ich will seine Tipps haben. Für das Thema Biohacking. Ob das jetzt mit meinen Werten übereinstimmt oder ich seinen Charakter nicht schätze oder so. Am Ende, wenn er da Expertise hat, dann bin ich so, ich nehme mir den Mehrwert, ich mache was draus und ja, mach du dein Ding, wenn du meinst. Okay, angenommen, er würde Kinderpornografie schauen. Genau, es gibt halt ein gewisses Level, wo ich, wenn er jetzt das Wie gemacht, alt? Wenn er jetzt... Wenn er jetzt das gemacht hätte, würde ich auch nicht meine Supplements im Müll werfen. Ja. So, dann würde ich ihn nicht mehr verfolgen, weil ich dann wahrscheinlich, wenn ich ihn sehen würde, schon ein Problem damit hätte. Aber ich würde auch nicht sagen, okay, ab jetzt nehme ich nicht mehr seinen Sleep Stack.
Weil das macht ja keinen Sinn, wenn er mir gut tut. Ja. Weißt du, ich meine so. Aber ja, ich finde auch bei so einer Person öffentlichen Lebens, du weißt nie, was war das Agreement. Am Ende, die hatten ein offenes Ding. Einer hat sich verliebt und you never know. Er hat sich auch nicht geäußert. Luke Mockridge ist ja auch des Todes gecancelt worden. Dann kam am Ende raus, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz so gewesen. Mhm. Deshalb muss ich sagen, und da ist es nochmal was anderes, weil der steht auf der Bühne und du musst auch die Person feiern, um die Comedy so ein bisschen zu lieben. Ist so. Und bei so einer Wissenschaft, die so weit weg ist, ist es für mich so, ich nehme den Mehrwert und ey, was du privat machst, bis zu einem gewissen Level, I don't care. Muss ich sagen, sehe ich genauso. Nur weil er das jetzt gemacht hat, mit 6 Mädels gleichzeitig, ist okay, ist halt ein Player, okay. Jetzt wissen wir das auch. Wer nicht? Also es gibt, glaube ich, genug Leute, die nicht Andrew Huberman sind, die genauso agieren. Ob das jetzt moralisch positiv oder negativ ist, soll jeder selbst bewerten. Aber Glückwunsch übrigens nochmal zur Schwangerschaft. Dankeschön. Zweite Tochter kommt. Dankeschön. Wer nicht. Deswegen so mit 2 Töchtern dann, ist so natürlich playermäßig anders zu bewerten als Vater. Ja. Aber da ich früher auch eher so unterwegs war, ist es einfach nur Karma, was zurückkommt, wenn du 2 Töchter kriegst. Ja, okay. Und mein Sohn und ich müssen da dann echt... Wir müssen dadurch jetzt... auf der Hut sein. Nein, aber also genau, also das ist der Punkt. Aber da war ja natürlich noch mehr in dem Artikel, muss man fairerweise sagen. Und das habe ich heute auch geschrieben. Und zwar bei einigen Placements habe ich mich schon gefragt, warum promotet er es? Zum Beispiel AG1. Bei uns auch schon 100 Mal angefragt. So, ich habe es privat tatsächlich gekauft, bevor es irgendwie beworben wurde, vor, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahren oder so. Ja. Weil ich mag, tendenziell mag ich diese Greens. Irgendwie fürs Gefühl so, ich tue mir was Gutes. Dann habe ich viel drüber gelesen, deshalb ich ja nie Placement angenommen, weil anscheinend die Wirkung nicht wirklich zustande kommt. I don't know. Er ist einfach unterdosiert, das ist genau. Preis-Leistung stimmt nicht. Genau, und zum Beispiel habe ich jetzt ja auch, da machen wir tatsächlich ein Selbstexperiment drüber, seine Subs gekauft von Momentus, glaube ich, ist diese Firma, wo er mit involviert ist. Und da muss ich auch sagen, die sind halt des Todes teuer. Klar. Und wenn du dir die Inhaltsstoffe anguckst, auch von der Wertigkeit her, gibt es welche, die sind wirklich genauso wertig und kosten ein Drittel. Das wäre dann schon eher ein Grund zu sagen, okay, sorry, aber das supporte ich jetzt nicht. Und der dritte Punkt war ja, dass er so weit außerhalb seiner Expertise trotzdem Videos macht. Aber wer macht es nicht? Ist auch meine Meinung. Ich meine, wie viele Videos hast du schon zu einem Thema gemacht, wo du nicht der Top-Experte bist? Dann schilderst du halt eher so deine Erfahrung oder was du halt weißt. Genau. Und die Leute müssen selber damit gucken, was sie damit anfangen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. AG1 stößt mir auch eher ein bisschen bitterer auf. Ich nehme auch selbst gerne AG1, aber weil ich es einfach umsonst bekomme, weil die bei mir auch schon das 100. Mal angefragt haben, mir jedes Mal ein Testpaket schicken. Ja, wir schicken die gerne. Und ich denke, ja, schick's mir gerne. Ich nehme es auch gerne mal. Wenn du so einfach, du hast irgendwie keine Zeit, willst morgens irgendwie trotzdem was haben fürs Gewissen, ein paar Greens, ich nehme sowieso noch meine anderen Supplemente. Ja. Pff, wen juckt's, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, dass jemand das da draußen kauft, einfach was brutal teuer ist und der Inhalt nicht dem Preis entspricht. Ja. So, weißt, und wenn du dann aber Andrew Huberman, Joe Rogan, Chris Williamson, die ganzen Podcaster, AG1 bewerben hörst, dann denkst du dir auch, ihr macht so auf Science-Based, wie könnt ihr dann AG1 bewerben? So, weißt du, es ist so... Genau, ich finde, das ist eigentlich der größte Punkt. Wenn du halt in deiner Expertise ein Placement annimmst, dann muss es verdammt nochmal passen. Zumindest so. In einem Kontext, aber einfach so, ich benutze es jeden Tag. Genau, und das finde ich schwierig. Ich weiß, dass die auch horrende Summen zahlen. Und wie gesagt, das Produkt an sich... Also mir haben sie nur Affiliate angeboten, muss ich ehrlich sagen. Nee, also ich habe es privat gekauft. Ich habe es, bevor ich gesehen habe, dass viele Leute werben so, dann habe ich erst mitbekommen, okay, ist vielleicht doch nicht so cool. Ich meine zum Beispiel, Klaas hat es auch beworben, ne? Von Joko und Klaas. Im Podcast und so. Ja. Ja gut, aber sind so Fernsehpersönlichkeiten sowieso etwas weiter weg von diesem ganzen Sponsoring-Thema und authentisch. Aber Frage, Gegenfrage. Wer von den Großen hat eben keinen Skandal? Weißt du, also ich zum Beispiel bin Joe Rogan-Fan. Der hat auch Skandal. Ey, das darfst du ja gar nicht sagen. Total. Ich sage in irgendeinem Podcast, ich höre Joe Rogan, dann schreiben die Hälfte der Leute schreiben so, das sagt ja einiges aus. Ja, das ich denke mir so, holy shit, also was ist los? Ich gucke mir Logan Paul an und sage so, ey, das ist so krass, dass der einfach jetzt beim Wrestling so gut ist und athletisch und die Leute sagen, ja, das ist ein Joke, dass der jetzt Wrestling macht. Wer hat keinen Skandal? Ist so, weil mich wurde auch mal gefragt, was ich so für Podcast höre. Und ich höre mir auch Joe Rogan gerne an, super gerne, je nach Gast halt, muss ich auch ehrlich sagen. Chris Williamson, auch je nach Gast und Thema. Lex Friedman?
Lex Friedman, super geil. Was ich da gut finde, dass er echt so eine ruhige Art hat und das finde ich auch super, super genial. Dann höre ich mir aber auch immer mal wieder sowas wie Patrick Bad David an, je nach Thema. Und dann kommen schon Leute auf die Idee und sagen, hä, was hörst du dir für Leute an? Du bist ja schon rechts oder konservativ oder du. So, weil sie in diese Bubble, wo ich denke, Alter, das sind einfach gute Gäste, coole Themen. Ich höre mir auch gemischtes Hack an, wenn ich mit Vitali im Auto sitze. Ich höre mir auch von anderen Podcastern, von anderen YouTubern an, die eine andere Meinung vertreten. Ich höre mir alles an und dann entscheide ich mir selber, welche Meinung ist meine, anhand aller Daten, die ich mir irgendwie zusammentragen kann und fertig. Und zu sagen, du hörst das, also bist du pauschal so und so, ist halt dumm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich, also mein Gedanke ist der, wenn du so richtig viel Reach hast, so auf dem Level von einem Huberman, wollen die Leute den glorifizieren und denken so, der Typ ist aalglatt? Also wollen sie es überhaupt? Oder wollen sie eigentlich, dass der wie so ein Engel dann irgendwann mal fällt? So ein gefallener Engel. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ab einem bestimmten Level die Leute suchen nur noch den Fehler und wollen eigentlich, dass die Heroes sterben. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe da viel egoistischer ran. Mir ist das völlig egal, ob jetzt Patrick, David, ob der jetzt irgendwie mal einen komischen Gast hat, der Tate interviewt damals. Ob, I don't know, Joe Rogan irgendwie, also alleine zu sagen, Joe Rogan ist rechts, ist schon so. Das ist total. Hä? Ja, ja. So, und ich nehme mir einfach raus, was ich brauche. Mir ist das völlig egal. Also natürlich gibt es ein gewisses Level, du hast es gerade angesprochen, ne? Pädophilie oder auch wenn einer rechtsradikal ist, bekennend, wäre jetzt auch eine Person, wo ich wahrscheinlich sagen würde, okay, da funktioniert das dann bei mir nicht mehr. Aber bis zu einem gewissen Level muss ich sagen, wer hat keine Leiche im Keller? Ist so. So. Gerade bei einem Andrew Huberman, der ja schon überhaupt nicht über sich redet, sondern nur über sein Thema, der immer nur ein schwarzes Hemd anhat, damit er ja nicht vom Thema ablenkt. Und seine Tattoos verdeckt. Seine Tattoos verdeckt. Bis auf ein Video, da hat er sich oben ohne gezeigt. Ja? Ich schick's dir auf. Und hat ein riesiges Hakenkreuz wahrscheinlich auf der Brust. Ja. Total, klar. Hab ich mir gedacht. War doch klar. Nee, aber zum Andrew Huberman-Piece. Es ist ja auch im Raum, dass es ja beabsichtigt geleakt wurde, damit quasi gegen ihn geschossen wird. Mhm. Weil gewisse Mächte nicht sehen wollen, wie er Leuten Fitness-Tipps gibt, damit die gesünder werden, weil die wollen doch die Menschen krank sehen, die da oben so ein bisschen Verschwörungstheorie so dahinter. Hast du auch mitgekriegt? Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ne? Ich gucke mir sowas auch immer an. Aber was interessant war, das ist immer das Dumme bei Verschwörungstheorien. Im Grunde ist ja immer so ein Funken Wahrheit dahinter, wo man denkt, ja, komischer Zufall. Aber wer soll es denn gewesen sein? Die Elite. Zum Beispiel der New Yorker hat ja dieses Hitpiece geleakt und dann war ja noch zwei, drei andere Blogs und es waren alles Medien, die eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Wo man dann sagt, okay, guck mal, die haben sich alle abgesprochen. Wobei du denken musst, okay, es ist einfach nur ein fucking Blogartikel, der gut geklickt wird, deswegen kopieren sie es alle. Das ist wahrscheinlich die bessere Erklärung dafür. Aber da wird dann gleich wieder mit dem Finger drauf gezeigt, die wollen den canceln von links. Okay, also, wenn du sagst. Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Also, wenn du dann sagst, naja, gut, ich finde es nicht so schlimm, dann bist du ja gleich rechts. Weil, wenn du gegen links bist, bist du ja rechts. Wo du denkst, Alter, man ist weder links noch rechts. Man will einfach nur überlegen, okay, was hat er gesagt? Was haben die geschrieben? Yeah. Was ziehe ich persönlich raus? Was feiere ich, was nicht? Man kann ja differenziert denken. Und es kotzt mich in so einer Diskussion immer an, dass immer alles politisiert wird. Dass ich sogar das immer wieder politisieren muss, weil ich dann wieder, wenn ich sage, ich höre Joe Rogan oder irgendwas, selbst dann wieder dumm in irgendeine Ecke gedrängt werde. Das nervt mich brutal, muss ich sagen. Ich glaube halt, bis zu einem gewissen Maße braucht Gesellschaft Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Bis zu einem gewissen Maße, weil es uns halt natürlich auch, also du brauchst irgendwie eine Gliederung so. Und ich glaube auch so Schubladendenken, ich verteufel das nicht, weil wir alle benutzen das jeden Tag. Weil es hilft uns ja auch im Alltag. Du kannst ja nicht, wenn du eine Person siehst, jedes Mal sagen, okay, ich gehe an jede Person neutral, sondern es gibt vielleicht Personengruppen oder, keine Ahnung, wenn du nachts durch die Straße läufst und Leute laufen alkoholisiert rum, dann kannst du nicht hingehen und sagen, nein, nicht jeder Alkoholisierte ist gefährlich, sondern hey, als Frau geh vielleicht lieber auf die andere Seite oder geh irgendwie einen anderen Weg lang, so, weißt du? Aber ich muss ehrlich sagen, jemanden links oder rechts zuzuordnen, also das ist was jetzt für mich, also schwarz-weiß bis zu einem gewissen Grad, cool, kannst du machen, ja, ist völlig in Ordnung, mache ich selber. Ja.
Aber jemand auf links, rechts, aufgrund von, ich höre einen Podcast oder so, sorry, aber das ist absoluter Bullshit. Aber wenn du schon von Alkohol ja, okay. Willst du noch einen Drink? Ja. Ich weiß nicht, was du mir ins Wasser getan hast hier. Das merkst du gleich. Das braucht noch ein bisschen. Apropos. Deshalb guckst du so auf die Uhr, Das verschwimmt ja alles, nein. Legalisierung von Marihuana. Ja. Pro oder Contra? I don't care. Wirklich, es ist eine Droge, die mich absolut gar nicht interessiert. Ich bin jetzt zwiegespalten. Ich finde, ein paar Sachen sind gut daran, ein paar Sachen sind schlecht. Was ich gut finde, ist, dass diese Kriminalisierung aufhört, weil nur weil einer kifft, ist er kein Krimineller. Weißt du, was ich meine? Also, wurde wirklich mal jemand dafür wirklich verhaftet oder Bußgeld und Co.? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, so arg habe ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt, aber es reicht schon, dass wenn du nach Gras rauchst, guck mal, dein Psilocybin, hast du mir da rein eine Pilze. Microalist hier. Nee, aber nur weil einer gekifft hat, ist jetzt irgendwie kein Drogendealer oder kein Drogenjunkie oder kein Krimineller oder kein irgendwas, aber es wird halt immer so dargestellt. Und das finde ich schlecht, davon daher finde ich es gut, dass es aufhört. Andererseits, wenn ich so überlege, wen kenne ich so in meinem Umfeld oder von früher von der Schule, die so wirklich gekifft haben, aus denen ist allen nichts geworden. Die sind alle einfach hängen geblieben. Von daher weiß ich nicht, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Also ich habe in meinem Leben vielleicht 5-mal einen Joint gezogen. Ich habe so nie gespürt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht auf Lunge rauchen kann. Ja. Ich habe jetzt noch nie irgendwie einen Cookie oder so. Das wäre wahrscheinlich das, was ich machen müsste, um es zu spüren. Den Effekt, den ich von anderen Leuten beschrieben bekommen habe, wäre so dieses Mellow und so, ist genau das Gegenteil von dem, was ich feiere. Ja. Also wenn mich irgendwas mellow oder müde macht, dann Abstand. Von daher, also ich muss wirklich sagen, wenn es nach mir ginge, ey, mach Alkohol 3-mal so teuer, wie er ist. Ja. Und von mir aus legalisier Gras, mach es 3-mal so teuer, wie es ist. Weil es ist beides, was eigentlich niemand braucht und was Leute halt irgendwie benutzen, um zu flüchten, oder die Leute sind broke und kaufen und sind jede Woche feiern so. Ja. Also wenn du mich fragst, so das brauchst du am allerwenigsten. Weißt du, wie ich meine? Noch ein Ding, wo du quasi ausflüchten kannst aus deinem Alltag, genau, um dein Leben nicht auf die Kette zu kriegen. Ja. Weil das ist dieses, was ich so gesehen habe bei den Leuten von früher, die gekifft haben. Alter, die haben die Rollläden unten den ganzen Tag. Ja. Die gehen da rein, bestellen sich eine Pizza und ziehen einfach nur den ganzen Tag dran. Und du denkst ja, okay, wie lange willst du es machen? Und wer hätte es gedacht, sein Leben lang? Ja, nur, also wer Weed verteufelt, muss auch Alkohol verteufeln. Total. Ich finde auch. Das kannst du nicht, du kannst nicht sagen, also Söder zum Beispiel habe ich gesehen, der hat irgendwie gesagt, boah, wir sind dagegen so und promotet halt überall irgendwie hier Maß Bier trinken und so. Das ist, wer war das? Bei Markus Lanz saß der, wo es dann auch darum ging, und dann war er auch auf dem Oktoberfest mit einem Bier und dann hat er gesagt, nee, das war alkoholfrei. Sie wissen doch gar nicht, was da drin war. Bei solchen Events bin ich immer alkoholfrei unterwegs, weil ich Söder als Politiker auftrete. Ja. War das Söder? Nee, das war der andere, der mit dem rechtsextremen Schmierblatt, der... Sag nichts Falsches. Wo auch diesen Skandal hatte. Ist egal, aber dann hat eine von den Gästen super gekontert. Ja, okay, ist zwar alkoholfreies Bier drin, schön, aber es weiß ja keiner. Und er promotet es nach außen, als würde er Alkohol trinken. Das macht es doch eigentlich noch schlimmer. Ja, also denkst, ja, hat er nicht gut gespielt. So. Sehe ich auch so. Ich finde halt, Alkohol hat halt schon seine Berechtigung, weil es einfach kulturell in der Gesellschaft verankert ist. Und damit meine ich gar nicht 9 Euro all you can drink saufen, wie ich mit 14 angefangen habe in den Clubs, sondern halt wirklich, du magst Wein, du kennst die Weine, du befasst dich mit dem Thema, dir macht es Spaß. Du besäufst dich nicht, sondern du magst es, diese Geschmäcker zu testen, verschiedene Weindinger und dich darüber auszutauschen. Das ist ja ein Hobby. Da finde ich dann, okay, da kann man dieses Kulturding spielen. Dasselbe auch bei Leuten, die Whiskys feiern. Wenn du dich dann triffst und du hast dann verschiedene Whiskys und probierst sie und laberst Scheiße und spielst Karten, finde ich korrekt. Wenn du es aber sagst, ich hole mir den billigsten Wodka und den billigsten Red Bull und sitze dann vor der Tanke und schieße mich einfach weg. Ich glaube, da ist nicht viel mit Kultur, Mann. So, das ist so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Genauso ist natürlich auch mit dem Kiffen. Da ist ja auch eine Kultur dahinter. Und wenn jetzt sich jemand da komplett aus dem Leben lötet und nichts auf die Kette kriegt, denke ich mir auch, schade. Weil es gibt sowieso schon genug Leute, die unter ihrem Potenzial bleiben.
wo du denkst, ja, und es hilft ihnen jetzt nicht, noch mehr aus sich zu machen und mal was anderes zu machen, weil sie einfach bequem sind und sich einreden, sie sind glücklich. Aber wenn sie mal etwas machen würden, was außerhalb ihrer Komfortzone ist, würden sie überhaupt merken, wie geil das Leben eigentlich sein kann. Das finde ich halt schade, wenn sowas dann durch sowas halt geraubt wird. Deswegen bin ich da bei dieser Legalisierung immer so ein bisschen zweigespalten. Wie ist das denn? Du scheinst ja mehr im Game zu sein. Woher bekommt man denn Gras? Keine Ahnung. Ist es nicht so, dass es solche Clubs sind? Aber also so wie ich es verstanden habe, ist ab jetzt legal und du kannst es anbauen quasi, bis zu so und so viel Pflanzen zu Hause oder so. Aber ich frage mich. Und du darfst einen gewissen Teil mit dir führen. Und du darfst es aber, glaube ich, nicht kaufen, verkaufen. Mhm. Ich glaube nur in solchen Clubs oder sowas. Keine Ahnung. Also ja. da ist viel jetzt nur Halbwissen. Da muss nochmal der Faktenchecker drüber hier. Ich glaube, bei solchen Legalisierungen und solchen Themen ist halt immer, wer verdient da dran? Mhm. Das ist wahrscheinlich am Ende auch der Grund, ob etwas legal ist oder nicht. Wahrscheinlich irgendwelche, ja, ist Verschwörungstheorie, aber wahrscheinlich irgendwer verdient am Ende mit. So, dadurch ist es jetzt legal. Ich muss sagen, am Ende des Tages, ich glaube, es gibt echt wichtigere Sachen als das. Deshalb finde ich es immer so schade, dass diese Entscheide werden immer so groß zelebriert oder auch so groß gemacht. Es gäbe also weitaus wichtigere Sachen als sowas oder führen wir jetzt das Gendern ein oder so. Also Deutschland hat andere Probleme, denke ich. Aber für mich persönlich, ich sage dir ehrlich und ich rede auch offen über alles. Ne? Also wir haben ja selber Selbstexperimente gemacht mit halluzinogenen Honig und alles Mögliche. Aber ich muss sagen, wo du die Lebensmittelvergiftung hattest. Genau, also aber Weed ist so eine Droge, die mich so null interessiert. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, ey, wollen wir uns heute Abend treffen und einen Joint rauchen, dann würde ich sagen, boah, ich sage dir ehrlich, Digga, ich würde einmal ziehen, ob ich es wirklich mal spüre. Aber dann würde ich sofort aufhören. Also ich habe in meinem Leben bestimmt auch dreimal dran gezogen, zweimal in Amsterdam und ich habe es auch nicht gespürt, weil ich es auch nicht richtig gezogen habe, weil ich nicht weiß, wie es geht, weil ich kein Raucher bin und weil ich irgendwie auch, was heißt Respekt? Auch nicht. Ich wollte auch irgendwie auch nicht. So ein bisschen. Ja, es ist nichts, was mich jetzt so, aber ey, wenn andere Leute da glücklich sind und wie gesagt, jeder muss sein. Ja, ich finde es halt blöd, wenn es Fitnessleute kommen, weil ich kriege die Frage ja wegen Fitness und Regeneration und so, wo ich denke, Bruder, wenn du kiffen willst, dann kiff. Aber tu jetzt nicht so, als würdest du es wegen Fitness machen, damit du besser regenerierst, Alter. Dann trainierst wahrscheinlich nicht mal hart genug, dass du auf solche extremen regenerativen Maßnahmen zurückgreifen müsstest, um zu performen, Alter. Laber doch keinen Müll. Also mir ist auch aufgefallen, ich mache Podcasts viel besser, wenn ich so einen leichten Pegel habe. Also, das ist mein Drink drin. Deshalb versuchen wir eigentlich immer genau so einen leichten... Du bist der Bill Cosby der Social Media. Deshalb steht auch Sip Carefully. Immer vorsichtig trinken. Geil. Also, nee, aber Surviving P. Diddy. Ja, also, aber das ist so ein Thema. Ich habe das null verfolgt. So. Natürlich kommst du nicht dran vorbei. So, jeder redet irgendwie drüber. Ich weiß auch, wir haben sogar so einen Walk gemacht durch die Stadt, einen Abend später. Ja. Und Leute standen so vor der Apotheke-Schlange. Deshalb, ich vermute, dass man es vielleicht irgendwie da bekommt oder so. Kann sein. Alles hat nach Gras irgendwie geschunken. Aber... Wobei, den Geruch, den finde ich gar nicht schlimm. Magst du den? Ich finde den gut, ja. Ja, okay. Naja, ich war neulich joggen und dann laufe von links nach rechts und auf einmal kriege ich so eine Fahne an Gras ins Gesicht. Ja. Und beim Laufen, während du halt viel atmest, denkst du dir... So einen Schub gegeben. So einen Schub, wo du denkst dir, Alter, wer kifft hier? Und dann gucke ich so zur Seite und dann sind da zwei Personen gelaufen. Wandelndes Klischee, es war nämlich eine dicke Weiße, mit einem schwarzen Rastafari. Okay. Die sind so gelaufen und der guckt mich so an und ich gucke ihn so an und ich muss so grinsen, weil ich diesen Weed-Gestank so im kompletten Mund habe und lach so und dann lacht der so, weil der denkt das Gleiche wie ich. So. Das war so lustig. Das war richtig gut. Ja, aber ist es halt so... Ja, glaubst du wirklich, dass jetzt, also klar, am Anfang ist es ein Hype, jetzt testet jeder, der auch vorher mal so Skrupel hatte vielleicht. Wahrscheinlich. Aber ja, ob das jetzt so ein großes Ding wird und so ein Kulturgut, wie du ich sagst. Ich glaube, es ist nach ein paar Wochen vorbei. Glaube ich ehrlicherweise auch. Ja. Ja, und da sind ja auch viele Sachen nicht geklärt, so wann darfst du wieder Auto fahren, wie viel darfst du eigentlich im Blut haben und so weiter. Auch sowas, du musst ja Mindestabstand zu Schulen und sowas halten. Ja. Wo ich denke, okay, was weiß ich, wo hier eine Schule ist, man so weiß. Keine Ahnung.
wenn du nicht von hier bist und läufst halt jetzt dumm rum. Bro, wenn wir nochmal einen Podcast machen, dann rauchen wir mal eins zusammen. Nicht bei mir, weil dann geht der Rauchmelder an, aber wir machen das mal. Wir testen das mal, wir machen das Selbstexperiment. Wir framen das als Selbstexperiment und dann testen wir das mal aus. Dann darf man alles machen. Dann darf man alles machen. Das ist klar, das ist klar. Apropos darf man alles machen. P. Diddy. Oh, was für eine Überleitung. Okay. Verfolgst du, was mit P. Diddy passiert? Habe ich nur bei TikTok verfolgt, aber das ist ja, das Ding ist ja, du kommst in so einen Loop. Mhm. Wenn du ein Video davon guckst, dann siehst du 10. Ja. Meine Meinung dazu ist halt, diese ganze Epstein-Geschichte und so. Ich finde es persönlich spannend, aber mir ist irgendwie klar, dass natürlich sowas, also sowas passiert heute, logisch. Ja. Dementsprechend ist es auch damals passiert. Nur damals gab es nicht so viel Investigation, es gab nicht so viele Leute, die Recherche gemacht haben, die auspacken. Weißt du, das ist heutzutage, du kannst ja gar nichts mehr erlauben, weil egal was du machst, irgendwer packt aus, irgendwer leakt, irgendwer hat ein Bild, irgendwer hat, weißt du, wie ich meine? Ich unterbreche, heutzutage ist auch anders. Du kannst durch so einen Leak und so Reactions natürlich sogar Fame bekommen. Yeah. Früher war es, glaube ich, so, wenn du sowas geleakt hast, hast du damit deine Karriere zerstört. True, weil Social Media nicht so einen Impact hatte und jetzt geht es dann durch die Decke. Ja. Deshalb, also bin ich geschockt, wenn das wirklich alles so war, 100%. 100%. Überrascht es mich? Gar nicht. 0%. Weil, was glaubst du, wie viele glorifizierte Helden, um nochmal zu dem Thema zu kommen, in Wirklichkeit so viele Leichen im Keller haben? Ich meine, Drake behaupten ja auch viele, hat Auftragsmorde Morde in Auftrag gegeben und so weiter. Also glaub mal, wenn es um viel Geld geht, wenn es um viel Macht geht, dann wird es immer ein shady Business ab einem gewissen Maß. Irgendwann kommen Leute zu dir und sagen, hey, wenn du weitermachen willst, dann das glaube ich alles. Ob es am Ende die Elite ist, ob es wirklich diese eine Vereinigung ist und so weiter. Die Echsenmenschen. Genau. Die Reptiloiden. Selbst wenn das alles so nicht stattfindet, ist es trotzdem so eine Art Analogie für das, was natürlich passiert. Mhm. So, je mehr Macht, je mehr Geld, je mehr Sichtbarkeit, desto mehr Leute kommen und sagen, hey, ich bin für dich da. Ich will Nutzen von dir und glaub mir, du brauchst den auch, weil sonst. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Puff Daddy, P. Diddy, P. Daddy, der Ex-Freund von Jennifer Lopez damals. Das wusste ich gar nicht. Wie lange das her ist. Das wusste ich gar nicht. Doch, Mann. Der ist ja gerade unter Investigation bei den Federal Agents. Und zwar geht es um Sex-Trafficking. Im Prinzip wurden halt Leute ausgenutzt aus seiner Machtposition heraus, damit er kriegt, was er will. Ob es Frauen sind oder Männer. Justin Bieber soll was mit P. Diddy gehabt haben. Dann, also er ihn quasi missbraucht, als er jung war. Es gibt komische Videos, die so auftauchen. Sowas habe ich gesehen. Ja. Dann Usher, Meek Mill, Chris Brown. Ist quasi so Black Epstein, weil P. Diddy ja auch für seine Partys berüchtigt ist. Mhm. Und jetzt kommt so raus, was da eventuell alles abgelaufen ist, mit Frauen unter Drogen gesetzt. So ein bisschen Bill Cosby-Vibes. Und jetzt müssen natürlich alle Freunde von P. Diddy irgendwie so, ja fuck, ich war auch mal auf so einer Party. Klar. Jetzt stehe ich auch auf dieser Liste. Ja, das ist halt, also, dass, glaube ich, solche Partys eskalieren. Ja. Kein Wunder. Ich war auch auf solchen Partys mit The Game, wo ich damals in Los Angeles war. Okay. Da war jetzt nichts Wildes, aber ich habe sofort gemerkt, das nimmt so eine Dynamik an auf dieser Party, weil jeder will irgendwie jetzt krass sein oder posen oder noch näher an Game rankommen und ist dadurch halt bereit, einfach Sachen zu machen, die du normal nicht machen würdest. Also Mädels, die kommen schon nackt quasi. Weißt, wo du echt denkst, oder schießen sich dann voll ab. Klar. Weil sie dann irgendwie auch cool sein wollen auf der Party. Es ist nichts anderes, wie was wir hier in Deutschland natürlich auch haben, nur auf einem viel absurderen Level, weil einfach so viel mehr Geld und so viel mehr Reichtum und auch Fame dahinter ist, dass es einfach alles multipliziert wird. Und da denke ich mir schon, okay, also ich fühle mich ja schon unwohl, ist so nicht mein Ding, ich bin aber jetzt auch nicht so der Extrovertierte, der gerne auf Partys geht und irgendwie tanzt oder säuft oder irgendeine Scheiße macht, deswegen war es mir dann auch egal, aber ich kann schon verstehen, wie schnell sowas abgeht. Wo war denn die Party? In den USA? Ja, ja. Bei ihm zu Hause quasi? Genau, einmal bei ihm daheim und einmal, die mieten sich gerne so Wohnungen, auch so Airbnbs, sind dann irgendwie 3 Tage dort,
chillen, feiern dort dann und dann gehen sie wieder hin. Naja, guck mal, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie bei der Rammstein-Geschichte. So, dass irgendwelche Rockstars, irgendwelche High-Celebs, solche Partys mit Drogen, Frauen und so weiter, logisch, glaube ich, ist ganz klar. Ja. Dass die alle irgendwie NDAs unterschreiben bei solchen Partys, so nach dem Motto, nichts geht nach draußen. Sowas gibt es bei Game nicht. Die, okay, die haben keine Verträge unterschrieben. The Game ist auch ein super korrekter Gastgeber, ist ein komplett normaler Typ. Aber die Gäste sind dann trotzdem fragwürdig. Okay, genau, und die versuchen dann. Aber und das, was passiert, also kann ich mir zu 100% vorstellen, weil die Leute sind, glaube ich, overwhelmed von Fame. Ja. Du brauchst immer wieder den nächsten Kick. Ich habe mich lange Zeit gefragt, aber das ist so ein bisschen meine Erklärung, warum das dann immer, also warum man überhaupt in diese Pädophilie-Geschichte so abrutscht, weil ich glaube, da muss schon, keine Ahnung, wie soll ich sagen, da muss dein Dopamin-Pegel schon sehr weit gestreckt sein, so dass du auf einmal da jetzt den Kick siehst. Boah. Aber müsst ihr Psychologe beantworten. Genau, aber ich glaube, dass das so extreme Sachen dort passieren, glaube ich sofort. Ja. Und dass aber irgendwann sowas rauskommt, ist irgendwie auch logisch. Muss. So. Deswegen, wenn so viele Leute dort sind und davon wissen, ist doch klar, dass irgendwann was rauskommt. Ja. Guck mal, wo ich bei Game war, ist eine Story, die, ich glaube, ich habe die schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Wir waren trainieren bei ihm im Gym daheim. Und es war Game, ich, Matt, auch einer von unseren Fitnesstrainern damals. Da war noch, ich glaube, ein Kumpel von Game, seine Cousine und eine Freundin von ihrer Cousine. Wir waren irgendwie so 6, 7 Leute. Haben gepumpt, scheiße gelabert, Musik laut. Cool. Ich Public Gym? Nee, bei ihm daheim. Bei ihm daheim, okay. Bei ihm daheim. Er hat quasi so Garagen und eine von dieser Garage, so eine Doppelgarage, hat er umgebaut als Gym. Und ich habe halt für YouTube ein bisschen gefilmt. Ich habe damals noch so gevloggt und so, da war ich noch nicht ganz so bekannt. Und dann kam Gamer und hat gesagt, pass aber auf, du darfst sie nicht drauf haben auf dem Film. Und ich so, okay. Erstens, warum? Zweitens, ist ein bisschen schwierig zu filmen. So groß ist die Bude jetzt nicht und die steht halt in der Mitte rum. So, ich filme halt mit einem Weitwinkel. Kacke. So. Sagt er, sag ich halt, hä, okay, warum? Mag die das nicht oder warum? Nee, er kennt sie nicht. Und wenn die dann in einem Jahr kommt und sagt, sie war da, sie wurde sexuell belästigt und sie hat ein Video, wo zeigt, dass sie da war, dann sind wir alle am Arsch. Egal, ob es stimmt oder nicht oder wie. Erstmal die Anschuldigung und sie hat noch ein Video, wo sie tatsächlich da war. Ja. Dann sind wir kaputt. Ja. Und ich denke, fuck, was ist das für ein Leben? Was ist für ein Leben? Ja, dass du so weit denken musst, aber macht Sinn. Und ist eine Freundin von seiner Cousine, Mann. So ist jetzt nicht irgendjemand Fremdes, also... Du kennst sie halt nicht so gut. Keine Ahnung. Ja. Du musst immer aufpassen. Ja, deshalb wundert mich ab einem bestimmten Level, dass sowieso nicht alles mit NDAs gemacht wird. Ja. Weil du dir ja irgendwann schon so überlegen musst, ey, klar, das kann ja immer passieren. Und sagt die, dann fake die noch irgendwelche Verläufe, so nach dem Motto, ja, da waren wir noch und keine Ahnung, ihren Standort und hier wurde ich dann irgendwie festgehalten. Who knows? So, ne? Und wenn es nur eine Ente ist, aber am Ende, die Ente sieht jeder und die Auflösung ein Zehntel sieht davon. Keiner. Ja. Das ist immer das Problem. Nee, deswegen so, ey, Social Media, Fame und alles. Aber ich glaube, von früher wird noch viel, viel mehr rauskommen, weil die Leute haben, denke ich, in der Zeit nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwann vielleicht doch alles mal so geleakt wird. Mhm. Heutzutage, glaube ich, sind die Leute, würde ich vermuten, viel, viel vorsichtiger bei so einen Geschichten. Aber ich denke halt, dass viele auch von früher beispielsweise einfach Traumata haben und sich so dachten, hey, ich werde nie wieder drüber reden. Aber sowas kann das natürlich schon ins Rollen bringen. Deshalb, tendenziell finde ich immer gut, wenn was aufgeklärt wird. Ja. Aber mich verwundert das alles nicht, wenn man sich überlegt, was auch heutzutage passiert. Warum soll das früher nicht auch stattgefunden haben? Nur, dass nicht so schnell eben sowas rauskam. Ne? Wie würdest du jetzt zum Beispiel PDD? Okay, jetzt kommt raus, ja, stimmt irgendwie. Würdest du trotzdem die Musik noch weiter hören, wenn du es feierst? Nee, das ist R. Kelly? Nee, guck mal, das ist... Michael Jackson? Nee, das ist, ich höre die übrigens alle nicht, aber... Hörst du nur Linkin Park oder was? Ich höre nur Linkin Park. wie gesagt, das ist dieses, ich glaube, das ist so ein Level-Ding. Mhm. Du, wenn die was mit 300 Frauen hatten oder so, okay, alles gut. Wie du schon selber sagst, solange nicht irgendwie wirklich ein Beweis rauskommt, irgendwas ist gegen den Willen von irgendwem gewesen, so... Bei Kindern, ich finde, Kinder ist so ein Ding, also Kinder und Mord. Das sind so die beiden Geschichten, wo man, glaube ich, schwer drüber hinwegsehen kann. Menschenhandel?
ja, wenn Menschenhandel mit Kindern oder Menschenhandel dann zu Zwangsprostitution und so geführt hat, safe dann auch. Drogenverkauf. Drogenverkauf wäre es bei mir nicht. Nicht? Nö, ich hatte hier auch Martin Frost sitzen, der irgendwie zweitgrößten Marktplatz aufgebaut hat mit 100 Mio. auf seinem Wallet. Nee. Okay. Kindermord. Drogen an Kinder verkaufen. Ja. Was für Drogen? Weed oder was? Wie alt sind die Kinder? Nee, da... Weed an Fünfjährigen. Ich glaube, da wäre ich sogar eher konservativ. Also alles unter 18 ist sehr, sehr uncool. Okay. Es ist alles unter 18 ist uncool und glaube ich, wäre für mich ein Level, wo ich sagen würde, nee, würde ich nicht hören, dann die Musik. Okay. Nee. Ja, es ist, wir verhandeln, ich sehe schon. Naja, weil das ist dann so, und es kommt halt, es ist halt auch immer natürlich, jetzt so bei dem Case kommt ja jetzt immer mehr raus. Mhm. Ich habe PDD nie gehört. Ist irgendwie nicht so mein Vibe. Deshalb, okay. Ich habe auch nicht jedes Video davon gesehen. Du hast mir jetzt ein paar Sachen gesagt, die wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe eher diese Justin Bieber Story mitbekommen. Mhm. Und das kann ich mir 100% vorstellen. Und da denkt man, dann kommt man schon in so einen Loop, wo man sich denkt, wow, Justins Mutter, ey, die muss ja gar kein Gewissen gehabt haben. Die hat wohl auch nur irgendwie den Fame gerochen. Und aber am Ende des Tages ist es so viel Spekulation heutzutage, bis ein Justin Bieber das Interview macht und sagt, ey, ganz ehrlich, ja, es war so und es gibt davon sogar und so weiter. Okay, ist, ja. Anderer Justin. Justin Timberlake und Britney Spears. Mhm. Hast du es ein bisschen mitgekriegt? Sie hat ja ein Buch geschrieben, wo sie auch so ein paar Geschichten erzählt hat, wie es für sie so früher war, wo sie sich dann die Glatze rasiert hatte mit ihren Kindern. Ihr Vater hat sie ja in dieses Conservatorship aufgenommen. Sie hatten so ein paar Justin Timberlake-Stories geleakt, dass sie irgendwie... Waren die mal zusammen? Ja. Boah, nee, in dem Game bin ich nicht drin. Doch, Britney Spears und Justin Timberlake waren ja das Super-Couple des Bravo-Magazins damals so. Und dann war es doch noch, die sind noch Jungfrau, weil sie wollen warten bis zur Ehe. Cool. Und dann kam, wenn ich es noch richtig weiß, raus, dass sie irgendwie abtreiben musste. Und dann hat er sie betrogen. Und so lauter so Sachen, wo echt Justin Timberlake jetzt ganz schlecht dasteht, eigentlich, so als Assi, der echt unfair zu ihr war. Ist das jetzt alles rausgekommen? Oder? Vor ein paar Monaten. Ah, okay. Das Buch kam, ein paar Wochen, ein paar Monate raus. Na, Britney Spears. Boah, da gibt es auch so viele so Theorien. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin im Gossip-Game halt null. Sagt er jetzt, nachdem wir eine Stunde Gossip geredet haben. Nee, also ich bin nicht im Gossip-Game bei den Leuten, die ich so nicht verfolge. Deshalb Huberman, klar, bin ich voll im Thema. Aber so auch P. Diddy habe ich da mitbekommen, ich habe mir Videos angeguckt, aber dann war mir das auch einfach too much, weil ich mir so denke, ich will mich gar nicht in diese Story gerade reinsteigern. Mhm. So, da gibt es andere Leute, die sollen darüber urteilen und die sollen die Beweise sammeln. Und ich höre jetzt nicht jeden Tag PDD, dass ich mir morgens denke, hey, geht das noch klar? Britney Spears, da musst du mich abholen. Na. Was hat sie denn gesagt? Das, was ich gerade gesagt habe. Also, dass sie nur wegen Justin Timberlake dann so verrückt wurde. Das war ein großes Problem in ihrer... Aber ich glaube, wenn du so jung... Das Problem, was alle haben, wenn die so jung Fame werden, das siehst du ja hier auch in Deutschland so mit den Streamern und so, das ist so tough, glaube ich, weil... Niemand ist dafür gemacht, von so vielen Leuten Feedback zu kriegen, sowohl positiv als auch negativ. Und ich glaube auch, wenn du 18 Jahre alt bist und du bist ein Mädel und du streamst und dir schreiben am Tag, keine Ahnung, 100.000 Leute, ey, du bist geil, du bist heftig, ich will was von dir. Das macht was mit dir. Das ist schwierig, damit klarzukommen. Und dann auch so viel Kohle. Ich sag, ich bin froh, dass ich erst jetzt erfolgreich bin und nicht mit Anfang 20. Ja, ich bin da auch sehr dankbar für, weil... Ich wäre damit, glaube ich, auch nicht klargekommen. Du weißt vor allem, was Arbeit ist. Und du weißt, dass du das nicht mehr machen möchtest. Also weißt du, ich hau jetzt rein und gebe Gas und habe einen moralischen Kompass, weil du kannst alles verlieren mit drei dummen Videos, mit einem dummen Video, mit einer dummen Aussage. Du spielst es anders, du weißt es mehr wertzuschätzen. Du weißt, es kann morgen vorbei sein. Du hast genug Leute gesehen, bei denen es gut läuft, bei denen es schlecht läuft. Du gehst einfach anders damit um. In meinem Kopf rotiert es gerade, ob das vielleicht das Video ist, aber alles gut, ja. Nein, also übrigens, da wäre ich sogar anderer Meinung. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob man sich mit einem Video alles verscherzt heutzutage. Ich denke so an Ron. Ich denke so an Julian Zietlow. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sehr schnell haten und sehr schnell vergessen. Und man sagt immer, das Internet vergisst nicht, aber wenn du jetzt so ein paar Sachen aufzählst, die Leute vergessen doch schnell. Ich glaube, es ist auch so ein Level-Ding.
Es ist einfach wieder so ein Level-Ding. Wenn du jetzt, mit deinen Levels, ja, wenn du jetzt einen Shitstorm hast, weil du irgendwie zum Beispiel, ich habe früher WoW-Accounts verkauft, mir die zurückgeholt, deshalb bin ich lebenslänglich bei PayPal gesperrt. Ich glaube, wenn da jetzt einer ein Video drüber macht, dann Torbenplatze exposed. Wäre das, glaube ich, jetzt nicht so ein Ding, weißt du? Aber wenn man irgendwie, ja, was mit irgendwie 12-Jährigen hat, dann, glaube ich, vergisst das Internet nicht, weißt du? Ja, okay. Das ist so mein Feeling, aber auch so was müsste Ron Bilecki machen, dass er für immer gecancelt wird? Ja, wenn er jemanden vergewaltigt, dann glaube ich, hätte er schon ein Problem. Sehe ich auch. Ja, also wenn jetzt wirklich jemand vergewaltigt und es ist proven und sie hat Beweise und sie war vielleicht sogar 17 oder das so. Das schneiden wir als Highlight für Instagram raus, Alter. Dann war es aber ich schneide so zusammen. Dann war es das für ihn. Aber zu sagen, ja, ich piss dein Gehalt oder... aber es war schon hart. Es ist hart. Aber es ist hart, aber es ist nicht so, dass ihn dann keiner mehr guckt. Aber guck mal, vorher haben die Leute ihn geguckt. War ein lustiger Typ, der hat gesoffen, hat sein Leben gefeiert. Okay, mal drüber, mal drunter, egal. Aber dadurch hat er für viele Leute ja schon so ein bisschen, wie Julian Zietlow sagt, die Maske fallen lassen. Ja, ja. Wo du denkst, okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass er so denkt oder dass er sowas sagt, wenn er besoffen ist, weil Betrunkene und Kinder sagen ja immer die Wahrheit so ein bisschen. Wo ich denke, okay, ja, wenn du rotzevoll bist, laberst du Scheiße. Ich stempel das ab und denke, ja. Ja, aber. War halt Scheiße, aber gut. Ja, genau. Aber natürlich, du verlierst, glaube ich, mit jeder Aussage jemanden. Mhm. Aber ich glaube, du gewinnst auch mit jeder Aussage jemanden. Vielleicht aus einer anderen Zielgruppe, die du gar nicht haben willst, who knows. Seine Klicks waren nicht schlechter danach. Er hat ja Follower gewonnen. Genau. Und das ist, glaube ich, immer so ein Punkt. Am Ende des Tages, die Leute suchen immer die Extreme, aber es gibt bestimmte No-Gos, wo die Leute, glaube ich, sagen, ey, das geht nicht. Aber das ist tatsächlich relativ wenig. Ist mein Feeling so. Wenn du das sagst, ja. Du bist ein Social Media Experte. Naja, das heißt Social Media Experte, aber bei so einer Personenmarke, wenn man die aufbaut, dann, das ist ja super graduell. Also, ohne da jetzt Namen zu nennen, weil wir arbeiten tatsächlich mit vielen NDAs, aber wenn jetzt einer einen Themenswitch macht, dann vergraulst du ja auch eine gewisse Zielgruppe. Ja, und die sagt auf einmal, du bist gar nicht treu geblieben, warum redest du jetzt auf einmal darüber und so weiter. Du hast Fitness gemacht, jetzt machst du Krypto. Genau, zum Beispiel, ne, dieser Klassiker, so Fitness into Business, das ist noch nie gut gegangen so. Auf der anderen Seite, ich glaube, es hat aber auch noch nie jemand Business into Fitness gemacht, aber naja, aber das ist ja auch schon so, Leute mögen dich dann auf einmal wegen irgendwas nicht mehr, weißt du wie? Oder du zeigst dich mit jemandem, so, du machst jetzt mit mir einen Podcast, Leute mögen mich nicht sagen, ey, Coach Steph, so, ich habe dich voll gefeiert, jetzt machst du mit den Torben, was mag ich überhaupt nicht. Also du hast immer so eine Färbung. Aber bis zu einem gewissen Maß so, denken sich Leute, okay, scheiß drauf, seine Tipps sind trotzdem cool. Übersteigt es das Maß, kann es sein, dass sie sagen, ey, geht nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, dieses Maß ist schon sehr, sehr hoch angesetzt mittlerweile. Ja, weil die Leute sind so, du kannst schon viel machen. Na, so, die Leute wollen dieses Extreme. Apropos Fitness into Business. Hast du gesehen, Michael Smolik hat ein Programm rausgebracht, auch so ein Coaching-Programm, ja. Wie du finanziell unabhängig wirst. Und ist das wirklich das? Ich glaube, es ist mentale Stärke, ja. Irgendwie sowas. Ja. Ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Ich habe es aus Spaß kommentiert bei TikTok und dann haben, also, glaube ich, habe ich nur geschrieben, MHH. Und dann haben viele so, ja, bitte teste das und so. Ich glaube, das Video ist weg. Also ich glaube, es gibt es gar nicht mehr, das Programm. Wenn es ein Financial-Programm wäre, hätte ich es vielleicht getestet. Okay. Ja, weil er hat ja versucht, Fitness into Business, hat glaube ich nicht geklappt, wenn ich es richtig verfolgt habe. Hat er wirklich into Business probiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war auf der Website, MSM, Michael Smolik Mentoring. Und es war halt total teuer, hat halt ein paar tausend Euro gekostet. 8000 Euro oder so, ne? So, wo ich denke, okay, klar, ich glaube, er hat nicht die Zielgruppe, hätte ich auch nicht. Ich habe Fitnessleute. Das ist keiner dabei, der 8000 Euro für ein Mentorship bei mir zahlen würde. So, weißt du, ich meine, ist so ein bisschen, ja, vielleicht der falsche Move gewesen, ich weiß nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, warum so viele Fitnessleute diesen Business-Move machen wollen. Glaubst du, es wird ihnen eingeschwätzt? Von irgendjemand, der sagt, ey, nee, Bruder, aber, weißt du was, guck mal, du könntest so und so machen. Also, mein Gedanke dazu ist folgender. Wenn du jetzt ein sehr gut laufendes Fitnessprogramm hast, dann kann ich mir vorstellen, du hast ja zum Beispiel eine App. Ja. So, wenn die App jetzt so, die App macht 10 Millionen Umsatz. Meine hast nicht, du mir ja privat gesagt. Nee. Oh, Spaß. Monat. Genau. Und die macht 10 Millionen Umsatz. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich irgendwann so denkt, ist die nächste Stufe jetzt Leuten beizubringen, wie sie auch so eine App aufbauen.
So, und also ich kann mir das nur so denken, dass das so in den Köpfen der Leute ist, so nach dem Motto, ey, ich habe die jetzt krass skaliert. Ich könnte anderen Leuten auch zeigen, wie man was skaliert. Nur, was ich immer nicht checke, ist, dass niemand auf den Gedanken kommt, meine komplette Zielgruppe ist ja mit Fitness aufgebaut. Ich mache jetzt diesen Move für sehr, sehr wenige Menschen in dieser Zielgruppe, ja, die auf einmal auch selber eine App zum Beispiel skalieren wollen. Und so kann ich mir nie logisch erklären, warum jemand den Step macht. Ja. Es würde Sinn machen, du machst einen eigenen Kanal und sagst zu den Leuten, ey, das ist zum Beispiel was ich mit einer Personal Brand schon mal gemacht habe, die über ein anderes Thema reden will. Wir machen einen neuen Kanal und dann sagst du in deiner Insta-Story, ey, nur für die, die es interessiert, ich beschäftige mich jetzt mit, kommt rüber oder nicht. Sexspielzeugen. So. Genau. Und du baust halt eine neue, du weißt, wer es ist. Und du baust dann eine neue Seite auf, so. Das macht für mich Sinn. Aber diesen Move von wegen, bisher Fitness und jetzt lass uns über Krypto reden, das kann ja gar nicht funktionieren. Da hätte ich gerne deine Einschätzung, weil ich habe nämlich auch so einen Move vor. Der Dogecoin wird den Bitcoin überholen. Alles rein. No Finanzberatung doch. No financial advice. Ich mache tatsächlich auch so einen Move, Fitness into Business. Und ich hoffe, ich stelle es schlauer an als die anderen. Ich werde mit einem YouTube-Kanal starten, mit einem extra YouTube-Kanal. Ich glaube, ich habe es dir letztes Mal ein bisschen erzählt. Und zwar soll es um Social Media gehen und wie du quasi Content Creator wirst. Aber nicht so bla bla bla, sondern wirklich hands-on. Mhm. Wieso sollte ich mich mit zwei Kameras filmen und welche Kameras und wie schneide ich es? Also wirklich nicht bla bla und du musst einem nicht glauben und du musst durchziehen und du musst jeden Tag was posten. Muss man das nicht. Ich gebe tatsächlich die Tipps, die ich mache und ich zeige, wie ich sie mache und du hast halt tatsächlich auch auf meinem Hauptkanal dann auch manche Cases. Ich zeige dann auch ein Video, wie ich das zusammengestellt habe, was ist eine Hook, warum habe ich die Hook gewählt. Ich sehe, du siehst ja auch zum Beispiel die Zuschauer-Retention. Ich habe ein Video, wo der Werbeblock schlecht integriert war. Du siehst, wie alle abgesprungen sind. Ich habe ein Video, wo der Werbeblock gut integriert war. Erklär dann, warum ist der Unterschied. Ja, weil bei dem einen muss ich den Werbeclip der Firma vorher einreichen. Die haben den abgesegnet und dann habe ich ihn eingebaut. Bei dem anderen durfte ich machen, was ich will. Und der ist gut gelaufen. Solche Sachen, weißt du, wo du wirklich hands-on, wirklich hinter den Kulissen was zeigen kannst. Und ich verkaufe auch erstmal nichts. Ich zeige einfach nur wirklich, pass auf, so mache ich es. Ein Kurs. Weiß nicht, ob es ein Kurs ist. Ach so, soll erstmal nur ein Kanal werden. Kanal werden. Ich werde alle eine E-Mail-Adresse, also erstmal alle einsammeln, um dann später zu gucken, was wir machen. Aber sowas, auf sowas habe ich Bock, Mann. Weil das ist so das, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige. Wie können meine Videos krasser werden? Ich teste gerade neue Formate. Auch mit dem Hintergrund, die später auf meinem Kanal dann zu zeigen. Also ich sage, guck mal, ich habe ja ein Format fünfmal getestet. Deswegen kommt es gut an. So habe ich es aufgebaut. Ja. Und so könnte es auch in deiner Nische funktionieren, wenn du 1, 2, 3, 4, 5. Glaubst du, sowas würde ziehen? Oder glaubst du, sowas will keiner sehen? Oder glaubst du, sowas gibt es genug? Oder glaubst du, dass der Bedarf da? Einfach nur deine ehrliche Einschätzung als Experte. Also das ist ja genau das Konstrukt, was ich quasi habe. Also ich baue Nur du verdienst halt Geld damit, ich mache es umsonst. Genau, und ich verdiene aber als Influencer eben nicht das Geld. Ja, genau. Also ich hab ja genau dieses Konstrukt. Also ich habe eine Social Media Branding Agentur, wir bauen Brands, wir machen Social Media Strategien, jetzt nicht nur auf YouTube. Und mein Ding war immer, ich kann nichts teachen, was ich selber nicht mache. Klar. Und deshalb, und bei mir zum Beispiel jetzt, obwohl ich auch, ich würde mich immer noch nicht als großen Influencer sehen oder so, aber natürlich haben meine Videos Klicks. Und trotzdem, es kommt immer darauf an, wie man, glaube ich, das promotet. So, schau mal, wenn wir jetzt ein Selbstexperiment machen, keine Ahnung, über irgendeinen Kurs. Ja. Und ich jetzt in jedes Video sage, keine Ahnung, ich teste Prinz Markus Coaching und ich sage, ey, wenn du deine Social Media Reichweite aufbauen willst, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, deshalb habe ich es tatsächlich noch nie gemacht. Okay. So, weil die Leute klicken auf ein Selbstexperiment, wollen Prinz Markus sehen und warum soll ich jetzt ein Call to Action für Social Media machen. Genau. So, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel einen eigenen Kanal für Social Media habe und schon immer hatte. So. Ja. Früher waren meine Videos ja nur, wie funktioniert Instagram, bla bla bla, weil das irgendwie so mein Hobby ist. Deshalb, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube,
Erstmal musst du Erfolg definieren. Soll es der große Cash-Grab werden, dann würde ich sagen, das wird am Anfang nicht passieren. Also wenn es jetzt ein Kurs ist oder so, weil ich habe keinen Bock, so ein Fliegenfänger, so ein Rattenfänger zu sein, der Leuten was verspricht, sondern wirklich, pass auf, so sieht's aus. Ja. Aber du bist halt einer der wenigen, zum Beispiel die YouTube jemanden beibringen könnten. Was ich, also wo ich mir nicht vorstellen kann, dass es funktioniert, und wenn es funktioniert, dann finde ich es fast schade, ist die ganzen Social Media Coaches, die selber keine Reichweite haben. Total. Also wenn dein einziger Kanal ein Kanal ist, wo du Leuten zeigst, wie Social Media geht, und der Kanal hat nicht die Zahlen, dann hast du keine Berechtigung, Leuten Social Media zu zeigen. Und das sage ich jetzt auch nicht von oben herab oder arrogant, aber wenn mir einer über YouTube was sagen will, der unter 100.000 Abonnenten hat, total. Sorry. Deswegen will ich den Kanal unbedingt machen, weil ich genau solche Leute sehe und denke, Alter, du laberst Müll. Dein Tipp ist der letzte Dreck, der funktioniert bei dir selber nicht, der wird auch bei keinem funktionieren. Ich kann dir genau sagen, warum. Aber andererseits, ich bin kein Typ, der jetzt meckert, dann mach's halt besser. Und deswegen will ich es halt besser machen. Nur, also warum ich zum Beispiel persönlich nicht so ein Fan davon bin, aber viele wollen das ja trotzdem, ist halt, ich finde, die eigene Marke verwässert immer in Art und Weise, wenn man zu viele Sachen macht. Zum Beispiel haben wir vor einem Jahr oder so drüber nachgedacht, ob wir einen Nootropics-YouTube-Kanal starten, wo ich so angefangen habe, mich mehr so mit Supplements und so zu beschäftigen. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht, so, hey, warum mache ich nicht so als Hobby, weil auch dieser Kanal ist ein Hobby. Ich selber bin ja nicht der Influencer, ich habe keine Agentur, ich habe kein Management, ich mache alle zwei Monate ein Placement. Ja. Aber da habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich zu viel über Biohacking zum Beispiel rede, dann verwässert meine Personal Brand. Ich will der Typ sein, der Sachen im Internet testet. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, was man abwägen muss. Ja. Weil die Leute am Ende des Tages, die sind auf einer Party oder so, die reden über jemanden, und ich glaube, je mehr Konsens die haben, ach, das ist doch der, der das und das macht, das ist doch die, die, ich glaube, je mehr Konsens, desto relevanter bist du. Okay. Boah, ich mach's trotzdem. Ich hab davon why not? Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man es bewirbt. Wenn man es einfach, ich weiß, dass Julian Zietlow, der hatte mal einen Business-Kanal, Millionär in Jordan. Habe ich sogar jedes Video geguckt. Ja, und ich weiß noch, dass ich damals so dachte, wow, das ist smart. Der macht das nicht auf seinem Main, sondern der hat einen eigenen Kanal gemacht. Und die Bock haben. Und er macht es auch in seiner Sprache. Genau, und die Bock haben, gucken sich das dann an. Ich finde, so ist es smart. Und dann wächst es halt mit einer ganz anderen Zielgruppe. Zum Beispiel mein Podcast sind ganz andere Leute als Selbstexperiment. Das sind andere Leute. Das ist bei mir auch so. Instagram sind andere Leute als Podcast. Genau, Instagram sind Frauen und Instagram, bei YouTube. Genau, Instagram 99% sind nur 90% Mädels, die mich gucken wollen. Nein, wirklich? Nein, klar. Wie viel Prozent hast du Frauen? Wir können ja mal gleich gucken. Was schätzt du, wie viel? Ich meine, die hier nicht liegen, ich konzentriere mich nur auf dich. Wie viel Prozent? Auf deinem Instagram? Auf meinem Instagram. Wie viele Follower hast du? 160.000 knapp. Hm. Also noch ein recht neuer Account. nein, ich sage, du hast 35% Frauen. 30%. 30,3. Nicht schlecht, ne? Frauen. Wie viel habe ich? Bei Insta? Du hast 20% Frauen. 37%, ja. Auf deinem Torben Platzer Kanal oder dem Sextoy Kanal? Beiden. Jetzt muss ich überlegen. Nee, ich habe 37% Frauen, aber bei YouTube habe ich 98% Männer. Ja gut, aber guck mal, meine Frauen sind im Schnitt 25 bis 34 zum Großteil. Bei dir sind sie ja 16. Das siehst du gar nicht, weil unter 18 wird das Alter nicht angezeigt. 13 bis 17. Ist es so? Ja, ich habe es dir gerade gesagt. Ich habe insgesamt auf all meinen Socials, also no joke an der Stelle, und da bin ich echt stolz, die weakste Zielgruppe ist bei mir unter 18. Ich habe fast keine Kids. Bei mir auch. Und das finde ich gut. Ich finde es auch gut. Weil das ist super, also es ist dankbar. Sehr, genau, es ist sehr, ich habe 25 bis 35, je nachdem wie, also das ist bei YouTube und dich gefolgt von 35 bis 44. Genau, und dann als drittes kommt erst 18 bis 24. Ja, und das 24. Ist gut, das ist echt gut. Ja, finde ich auch so. Ich arbeite ja auch noch mit einer anderen Agentur zusammen. Also irgendwie, du hast eine Agentur, ich habe eine Agentur, ich arbeite mit der App noch mit einer Agentur, irgendwie hat jeder eine Agentur Minimum. Und was der CEO gesagt hat, Sean, dass das Wichtigste ist, wenn du zum Beispiel so ein Produkt launchst, dass deine Zielgruppe aus Leuten besteht, die so sind wie du. Klar. Wenn du Mann bist, wäre es gut, wenn 60-70% deiner Follower mindestens männlich sind und die auch so alt sind wie du und dann auch noch wegen dem gleichen Thema dabei sind, dass du bespielst. Und dann hast du eigentlich eine hart
Core-Zielgruppe, so einen richtigen Kern, die tatsächlich auch so ein Produkt kaufen würde. Wenn du jetzt aber so ein Fernsehstar bist, der demografisch über das ganze Feld verstreut ist, wer soll denn dann dein Fitnessprogramm kaufen oder deine Make-up-Line, die du rausbringst oder weiß ich mein? Das ist ja auch der Grund, warum CPM-wise zum Beispiel, je nischiger du bist, desto höher ist dein CPM. Und wenn du zum Beispiel super broad jetzt mit Comedy, jeder hat Bock auf Lachen, wenn du super broad Leute abbildest, dann kannst du natürlich besser Shirts verkaufen, wie jetzt irgendwie, oder Shirts oder keine Ahnung, Wasser mit Geschmack oder so. Du als jemand Fitness, du kannst eine Fitness-App und ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, als, weiß nicht, ich könnte jetzt irgendwas mit Internet oder so machen oder in dem Fall jetzt meine Social-Media-Dienstleistung oder meine Branding-Dienstleistung. Das ist ja der Grund, warum viele reine Influencer oder YouTuber oder so auch so gefühlt alles promoten, weil das so, ja, das ist ein bisschen wie Fernsehwerbung. Du musst so alles abbilden und es ist halt schwierig, in die Nische reinzugehen. Ja, ja, da hast du recht. Eine Frage zum Schluss habe ich noch. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück mit dem Kanal, ne? Also ich wollte das jetzt nicht ausreden. 100 Pro mache ich das, auch wenn du was anderes gesagt hättest. Nein, überhaupt, aber habe ich ja nicht. Nein, alles gut. Du bist ja einer, der viele Supplement testet, Selbstexperimente macht, Eisbaden optimiert. Warum trainierst du nicht richtig? Das weißt du ja gar nicht. Weißt du, warum ich vielleicht Oversize trage? Warum? Weil ich möchte nicht reduziert werden. Nein, also es ist ja... Genau. Ich möchte einfach nicht reduziert werden. Wie oft in der Woche gehst du ins Training? Sagen wir alle 3 Tage. Wie lange? Eine Stunde. Okay. Alle 3 Tage. Also nochmal die Frage, warum trainierst du nicht richtig? Es ist tatsächlich... Training, Muskelaufbautraining ist so eins der größten Hebel, die du hast. Für? Dich selbst zu optimieren. Für besseren Schlaf, für mehr Performance, das Prävention ist, im Alter. Das Ding ist halt... Ich kann so viele positive Aspekte von Krafttraining aufzeigen. Du musst nicht jeden Tag gehen und dich 2 Stunden zerstören im Gym, aber... Ich glaube so... 3-mal die Woche, 4-mal die Woche. Ich glaube, der Punkt ist halt, also no joke, früher, also bevor ich Social Media gemacht habe, es gab Zeiten, da war ich richtig krank sportfanatisch. Also ich war auch mal unglaublich dünn. Also ich habe echt mal so 62 Kilo gewogen, so richtig dünn. Bin Halbmarathon gelaufen in der Zeit, wo ich Studium hatte. Und ich sah, wenn ich manchmal Bilder sehe, richtig abgemagert aus und so. Also war überhaupt nicht gesund eigentlich. Dann hatte ich eine Phase, da war ich auch immer pumpen. Aber ich glaube, bei mir ist es so, ich brauche immer einen Anreiz. Und wenn ich zum Beispiel in den Spiegel gucke, also ich bin ja so ein Typ Reality-Check. Wenn ich in den Spiegel gucke und ich denke mir, Tom, ich bin fett, dann schreibe ich Chris immer und sage, Bro, wir müssen echt mehr ins Gym. So, ja, er hat immer Bock so, aber dann sage ich, ey, wir müssen wirklich mehr ins Gym. So. Aber wenn ich in den Spiegel gucke und ich bin happy, dann ist das tatsächlich so was, was mich antreibt. Das ist genauso wie I don't know. Ich habe sehr viele Angebote für ein drittes Buch, weil meine ersten 2 Bücher gut gelaufen sind. Mein Ziel war immer Spiegel-Bestseller. Aber da braucht man ja gar nicht so viele Bücher, richtig? Boah, ich habe 15.000 verkauft in einer Woche. Hätte es nicht so viele gebraucht. Ich weiß, aber ich war Platz 3 auf der Liste. So, und da ist jetzt zum Beispiel so, ich bin ein Dopamin-Junkie. Bei mir ist immer so, wenn ich einen Reality-Check mache und ich sage, ey, ich will mehr Geld, ich will besser aussehen, ich will irgendwas optimieren. Ich hätte kein Problem von heute auf morgen, keine Süßigkeiten, strikte Diät und so weiter. Aber ich brauche dieses deshalb. Und das habe ich bei Gym nicht so. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Mach doch eine Wette. Ja, aber das funktioniert bei mir. Dafür bin ich zu schlau. Ich kann nicht einfach eine Wette machen und sagen, ja, für eine Wette, so, weißt du? Okay, nochmal, du bist zu schlau, um ins Gym zu gehen. Nein, ich bin zu... Moment. Ich kann und will mich auch gar nicht austricksen. So. Ich mache das so, wie ich immer fühle. Und wenn ich halt sehe, so, ich bin mit irgendwas nicht happy, dann habe ich gar kein Problem. Früher. Okay, so eine Herausforderung? Nee, du willst mich in irgendeine Challenge reinbringen. Puh, keine Ahnung. Angenommen, du würdest es gegen Stefan Raab boxen. Wenn ich, genau. Sowas mit, ja, weißt du, so. Ja, genau. So. Wenn ich den annehmen würde, klar. Also ich hätte den heftigsten Trainer, ich würde niemals cheaten. Safe. Okay. Kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel geben. Ich war Broker-Student, 27 in meiner Butze, Kontakt mit Eltern abgebrochen, 2 Jahre keinen Kontakt gehabt, weil ich gesagt habe, mach mit meinem Studium nichts. Ich so, okay, ich muss jetzt Geld verdienen. Und ich habe sehr schnell Geld verdient. Dann war das so, okay, irgendwie mit einer gewissen Summe im Monat ändert sich dein Leben nicht mehr. Geld war mir null wichtig. Ja. So, und so läuft das mit allen Sachen. Ist aber lustig, dass wenn man erstmal Geld verdient, dass einem dann Geld unwichtig wird. Mein größtes Ziel war, Millionär zu werden.
mit, also mein ganzes Studium, ich habe so viele Sachen probiert, ich habe Webseiten gebaut, ich habe, also ich könnte dir 20 Business-Ideen, die gefailt sind, geben. Mein Ziel damals war, so viel Geld zu verdienen, dass ich beim Einkaufen nicht mehr im Kopf mitrechnen muss, während ich die Sachen in Korb lege, oder dass ich mir alle 4 Reifen gleichzeitig kaufen kann, wenn ein Wechsel ansteht, oder dass du nicht wie jedes Jahr im Januar überrascht wirst, wenn auf einmal die Versicherung abgebucht wird für dein Auto, oder denkst, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Das war für mich schon 100%. Finanzielle Unabhängigkeit. Ja, 100%. Aber es gibt so eine bestimmte Summe, wenn du so merkst, okay, die kommt jetzt immer und die funktioniert, dann siehst du so, okay, ich habe jetzt fancy Sachen probiert, ich habe mir Schuhe... Genau, wenn du dann so über dieses, ich habe 30 Paar Schuhe gekauft, okay, Schuhe jucken so nicht, dich juckt das nicht mehr, eigentlich juckt dich so gar nichts mehr, dann hast du es so geschafft. Ja, ich habe mir eine Daydate gekauft, dachte so, boah, ich dachte so, okay, wenn ich meine erste Rolli hole, werde ich nur noch Uhren kaufen. Eine echte oder so eine fake, wie Doc Felix hat? Nee, ich habe mir eine Daydate geholt. Was hat eine AP, hat der, ne? Ja, so eine PPA. Ah, okay. Und dann dachte ich so, okay. Er sagt, sie ist echt. Natürlich ist sie echt, oder nicht? Leider haben die Munich Wristbusters nicht auf die Story reagiert. Ja. Ich glaube, die haben es nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Fachmann. Aber ich glaube auch da, jeder muss so sein Ding finden. Guter Freund von mir sammelt Sportwagen wie nichts anderes so. Der hat 20, alles Mögliche, Ferrari, Lamborghini, alles. Aber das ist wieder was anderes. Genau, ich habe damals eine G-Klasse gehabt, habe die mit Profit verkauft und mich da mehr darüber gefreut, dass ich irgendwie 20.000 Profit gemacht habe. Obwohl wir sie 2 Jahre gefahren sind, gibt mir nichts. Watches geben mir nichts. Es ist so, ich bin damals in dieser Studentenbutze, also ich habe meine erste Million verdient in einer Wohnung, die 30 Quadratmeter groß ist. Ja, krass. Und alle haben gesagt, während ich Checks, also ich hatte Monatschecks, ich war ja damals im Vertrieb und so, ich hatte Monatschecks, die waren sehr, sehr, also super krass, 30.000, 40.000 Euro. Und Leute haben gesagt, Tom, bist du insane, du wohnst in einer Studentenbutze. Ich so, Digga, ich habe keine Zeit umzuziehen. Ich bin gerade am Arbeiten so. Ich bin von der Butze in diese Butze. Es gab kein In-Between. So. Ja, ja. Und da habe ich schon so gemerkt, dass es mir, das ist es nicht. Was war die letzte Sache, die du gekauft hast, die dich so richtig gefreut hat? Nicht teuer, sondern egal wie viel Geld es gekostet hat. Bro, diese Gläser. Diese Gläser. Sip carefully. Das sind die, wo du sagst, Alter, ich... Einfach nur für den Lacher. Sip carefully. Nein, keine Ahnung, die letzte Sache, die ich gekauft, die mich gefreut hat. Wo du dachtest, ja Mann, das freut mich, dass ich es habe. Kann was ganz Billiges sein, aber das sich so persönlich einfach freut. Gekauft. Also materialistisch. Materialistisch. Bei Amazon oder wo? Ich habe mir die Uhr zum Spiegelbestseller geholt. Okay, das ist was? Skydweller. Was für eine Marke? Ich kenne mich gar nicht aus. Rolex? Ja, ist Rolex. Okay. Was kostet die? Ich habe die Liste gekauft für 40. Krass. Aber 42? Da komme ich mir dumm vor, weil ich habe mir ein 3D-Puzzle gekauft vom Petersdom. Digga, du rückst dich jetzt hier. Nein, also ich habe jetzt überlegt, was hat für mich Meaning so? Ja, ich hatte als Kind ein 3D-Puzzle vom Petersdom. Ich glaube, ich war 11 oder 12 und ich habe es nicht geschafft, 2 passende Teile zusammenzustöckeln. Ich habe dieses Ding verflucht und ich bin irgendwie jetzt, wo meine Tochter ein Puzzle gemacht hat, draufgekommen, fuck, ich hatte mal so ein scheiß 3D-Puzzle, das ich als Kind nicht hingekriegt habe. Und dann bin ich auf Amazon, habe es mir geordert, das kam vor 2 Tagen. Das ist geil. Für 10 Euro, keine Ahnung. Das ist geil. Das denke ich mir. Also sowas interessiert mich nicht. Ich habe mir Skydweller geholt, das war das Letzte, was mich gefreut hat. Nein, also ich muss ehrlich sagen, so, es gab eine Zeit, ich habe bei Farfetch so alles Klamotten bestellt. Teilweise sogar gestreamt, ne? So 3-4K Shopping-Stream, Jordan 1er Off-White, keine Ahnung, 9.000 Euro oder so. Ja. Das gibt alles nichts. Das ist, also es gibt bestimmt Leute, die das feiern so, aber ich musste das machen, weil ich auch mal so testen wollte, wie ist das, wenn man Geld spendet. Aber gibt mir nichts. Ja, mir auch nicht mehr. Ich habe mir auch eine Zeit lang die ganzen Jordans gekauft so und irgendwann. Nee, die meisten Sachen sind, weil ich nicht. Du ziehst sie nicht an, dafür sind sie zu schade. Ja. Dann stehen sie rum, nach 2 Jahren denkst du dir auch zu schade. Ja, du resellst sie dann auch nicht und so, nein, hast sie dann nochmal angehabt, dann sind sie nichts mehr wert und ich so. Ich hab alle in der Kiste im Gym. Jeder Schuh-Junkie würde sich die Haare rausreißen, wie er sieht, wie die alle in der Kiste dumm rumliegen. Ja, aber es ist halt so, ich glaube, jeder muss so sein Ding finden, so weißt du, was ihn erfreut. Und bei mir sind es immer Challenges.
So, aber die funktionieren nicht extern. Ich selber sehe irgendwas so, ich weiß, also YouTube zum Beispiel habe ich angefangen, weil alle gesagt haben, ja, YouTube kann man nicht mehr aufbauen. Mhm. Das war so dieses, doch, glaube ich schon so. Ja. Und dann mit diesen Themen und das hat mich dann angefixt, aber ich weiß, wenn es morgen keinen Spaß mehr machen würde, ich hätte auch kein Problem, es nicht mehr zu machen. 100 Pro. So. Ich weiß noch, einer meiner besten Kumpels, Tobi's Tooltime, Grüße gehen raus, ruft mich an. Und sagt, das ist ein paar Monate her, ey, Glückwunsch. Dann sage ich, zu was? Ja, du hast 300.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Dann sage ich, echt? Er so, ja, hast du es nicht gemerkt? Ich, boah, keine Ahnung. Ab 100.000. Dann war dir egal. Ist egal, ja. Weil du denkst, wie hoch ist die Chance, dass ich 100.000 Abonnenten auf YouTube habe? Ja. Eigentlich gleich null. Ja. Und dann schaffst du es. Das ist so wie 100 Kilo Bankdrücken. So, okay, du schaffst es, aber danach ist so der Hunger weg. Was ist danach? Eine Million? Boah, das ist zu weit. Du wolltest eine Antwort, warum ich nicht keine Motivation für Gym habe. Du sagst es ja selber, 100 Kilo ist, danach ist kein Ding mehr, weißt du. Ja, weil 200, ich glaube, wirst du nicht schaffen. 150? Ich schaffe auch 100 nicht. Boah, ja. Ich schaffe auch 100 nicht. Ich glaube, mein Peak war, was ich je gedrückt habe, war vielleicht 80, wenn überhaupt. 75. Aber 80 ist auch okay. Ja. Ja, siehst du, du sagst ja selber, ist okay. Ja, für jedes Mädchen, das sich neu zum Fitnessstudio neu anmeldet und drei Wochen trainiert, das ist vollkommen... Ich identifiziere mich vielleicht. Jetzt habe ich gesagt, Mädchen sind schwach. Ja, das hast du am Anfang auch gesagt. Kleine Side-Story. Meine Tochter ist ja 3. Und wenn ich so mit ihr rede und sie quengelt und heult manchmal und stellt sich an und da bla 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 bla, dann sage ich ihr auch immer, bla bla bla, du bist doch ein großes Mädchen. Mhm. Ja, aber sie ist ja, sie möchte ja ein großes Kind sein. Sie ist ja jetzt im Kindergarten und jetzt in der großen Gruppe und sie möchte auch ein großes Mädchen sein. Und irgendwas war, ich weiß nicht mehr was, und dann kam sie zu mir und hat mir diesen Pep-Talk gegeben. Mhm. Und dann sagt, Papa, irgendwann bist du dann auch so stark wie ein großes Mädchen. Und du dachtest so, okay. Ich so, okay. So funktioniert das eigentlich nicht. So funktioniert das nicht, aber ich sehe, was du da tust. Ja, da dachte ich mir auch. Mit den eigenen Waffen. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Das ist auch cool, Mann, ey. Nice. Wir sind fertig. Sind wir? Ich habe nichts mehr, keine Munition mehr. Alles zerschossen, alles weg. Hey, Revolver ist leer. Du hast aber auch, also letztes Mal machst du so Biohacking, bastelst hier so Schilder. Dachte ich schon so, hier kriegst du ein paar Mal angeguckt. Sag Melina so, Bro, hat die Schilder gebastelt. Bro, was ist hier los? So, er malt da irgendwelche Schilder grün an. So. Diesmal kommst du mit Pedidi hier und Pädophilie und so. Alles gut. Wir sehen uns bei der FIBO. Du kommst auf die FIBO, obwohl du nicht trainieren. Obwohl, was, das weißt du ja gar nicht. So. Oh, du würdest dich so wundern, ne? Wenn ich da im GA-Stringer vor dir stehe, Alter. Ein muskulös eingeölt. Juiced as fuck und dann so Braun gebrannt, 100 Kilo Hand. Ja, so sieht's aus. Stehe ich vor dir, gib dir die Hand und sag, was ist eigentlich los? Ich sehe schon, du bist dann beim ESN-Stand ganz oben, bist der Top-Influencer. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich wollte sagen, mit Torben 15. Wir hören auf, ey, ich muss mal was trinken. Zip carefully. Und ich muss pissen, Alter. Okay. Also, Leute, schaut bei Torben vorbei. Ich verlinke alle seine Kanäle unten. Er hat auch einen Podcast. Mhm. Der heißt Doppelter Espresso. Doppelter Espresso. Ziehe ich mir selbst gerne rein, tatsächlich. Und jetzt bist du selber. Jetzt bin ich rechts, weil ich den Podcast höre. Der reiht sich mit Joe Rogan und Patrick McDavid. Genau, genau, das ist so ungefähr. Ich wusste gar nicht, dass Patrick genau rechts ist. Okay, von daher, gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt es ertragen. Und dann bis zur nächsten Folge. Peace.